Hey, guten Abend, meine Lieben. Grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben gerade noch eine Hiobsbotschaft bekommen. Und zwar, dass morgen alle Kindereinrichtungen zu sind. Alle möglichen Schulen auch, wegen Glatteis morgen. Hat es euch auch getroffen? Ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland ist, aber bei uns in Bayern ist irgendwie Katastrophenalarm für morgen. Irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, dass jemals alles zugemacht hätte. Und das bedeutet für mich gleichzeitig auch ein bisschen Super-GAU arbeitsmäßig, weil ich glaube, das bedeutet, dass das erste Mal ein Video nicht pünktlich rauskommen wird, was eigentlich am Freitag geplant ist. Aber schauen wir mal. Vielleicht kriegst du es noch irgendwie hin, aber vielleicht auch nicht. Egal. Ja, bei euch auch. NRW auch. Hessen auch. Ganz Deutschland, wie es aussieht. Krass, ey. Ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner Jugend mal irgendwann die Schule zugehabt hätte, außer wenn es irgendwie 35 Grad hitzefrei hatte. Aber wegen Schnee nie. Ich musste mal eine ziemlich lange Strecke mit dem Bus fahren. Also so 20 Kilometer so übers Land. Und da war auch oft mal gefroren und da sind wir auch ziemlich rumgerutscht immer mit dem Bus und teilweise auch mal stecken geblieben. Aber wir sind dann trotzdem irgendwann in die Schule gegangen. Da hat nie irgendwas zugemacht. Aber okay. So, jetzt sage ich erstmal ein paar Leuten Hallo. Ich sehe, die Anna Calimero ist da, die Luisa Meier, der Elias, die Vanessa Heinze, die Agnes Lydia, Foodbooks Perfumes, grüß euch, Fabo Talks, die Sarah Sophie ist da, die Simone Spatz, Le Big Macke. Und wir haben ein ganz neues Mitglied, habe ich schon gesehen, und zwar Leine. Danke dir. Herzlich willkommen in der Mitgliedschaft. Und seit dem letzten Mal haben sich verlängert Jonas H., Jessica Jakob, Michaela M., Christian A., Christian Martin, jetzt bin ich verrutscht, Fabienne, Jane, Timon Kreuschitz, Chris K., Jasmin Ranner, Official Matze B., Andrea Höhn, Süßkindparfum, Nina Aumüller, Michael 70, V. Vogel, Taifun Chipak, Anna Ania, SLV, Gamze Esen, Nicole B., Tom Sei, Ines Z., Björn Krimp und wie gesagt, ganz neu haben wir Leinere mit dabei. So, grüß euch. Na, wie ist es bei euch? Seid ihr alle fit? Ich bin jetzt Gott sei Dank wieder fit. Mich hat letzte Woche der Norovirus erwischt. Konnte die ganze zweite Hälfte der Woche nicht arbeiten. Das war, ich sag euch, Norovirus ist wirklich blöd. Also, boah, war mir elend. Ich bin immer noch nicht wieder ganz fit. Ich habe auch ordentlich Gewicht verloren. Das war richtig krass. Und ich bin heute zum ersten Mal unterwegs ohne Kreislaufprobleme. Also es hat mich echt zugerichtet. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt alles durch. Ich habe jetzt den Norovirus durch. Ich habe Corona durch. Ich habe diverse Erkältungen durch. Eigentlich kann mir jetzt nichts mehr passieren. Also ich müsste jetzt eigentlich untouchable sein für alles Mögliche. Schauen wir mal, ob sich das bewahrheitet. Aber ich habe das Gefühl, das erwischt momentan einfach alle. Ist aber egal, wir wollen nicht über Krankheiten reden. So komme ich mir schon vor wie so eine alte Frau, die erstmal mit ihren ganzen Zipperlein anfängt. Aber es war echt blöd. Ich konnte da nicht filmen letzte Woche. Und jetzt musste ich gestern filmen. Heute wird gedreht und eigentlich auch am Donnerstag, es sei denn, es gibt Glatteis, dann wird es nichts. Und wir haben noch einen neuen Supporter, Danny. Dankeschön. Danke für deine Unterstützung. Super lieb. Ja, Susi N., die Weisheitszahn-OP, die hatte ich schon mit 13. Die habe ich schon durch. Aber die war auch großartig. Ja. Ja, meine Kinder haben zum Glück den Virus nicht bekommen. Da bin ich schon sehr froh. Wir haben mich auch gut isoliert. Und ja, das war auch nicht schön, nicht zu schmusen zu können, wenn es einem schon so elend geht. Aber es war das kleinere Übel, weil niemand außer mir hat es bekommen und da bin ich sehr froh. Ja, oh nee, Diana liegt mit Long-Covid endlich wieder zu Hause. Was? Liege mit Long-Covid endlich wieder zu Hause. Wieso denn? Das verstehe ich nicht ganz, aber gut. ja, toi, 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 dass wir alle gesund bleiben. Oh, die SW hat gerade Scharlach. Ja, siehste. Alles geht rum. Wahnsinn. So. Über was reden wir heute? Jetzt machen wir am Anfang wie immer so ein bisschen Housekeeping, würde ich sagen. Und zwar, sprich die Themen, die so halt so, gerade so aktuell sind, über die ich gerne kurz mit euch sprechen würde, und dann schauen wir uns die neuen Düfte an. Und der Julius wird heute auch vorbeikommen.
ich brauche ihn nämlich für eine gewisse Sache. Das konnte ich nicht alleine machen. Da habe ich ihm gesagt, du musst bitte kommen. Und das heißt, ich glaube, so in einer halben Stunde hoffentlich wird er dazu stoßen. Also, womit fangen wir an? Genau, ich habe jetzt endlich meinen Trip nach Mailand gebucht für die Essence, für die Parfummesse, weil im letzten Stream auch einige von euch gefragt hatten. Und jetzt wollte ich mal hören, ob jemand von euch fährt. Es gibt ja immer diese 4 Tage. Die Messe ist immer von Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Und Mittwoch und Donnerstag sind immer die Tage für die Fachleute, also die Leute, die in der Branche arbeiten. Und Freitag und Samstag sind immer für die Öffentlichkeit sozusagen. Und ich habe mir es jetzt so hingebucht, dass ich sozusagen den ganzen Donnerstag auf der Messe bin, auch den Freitag noch da bin und dann am Samstag erst wieder fahre. Das heißt, falls jemand von euch kommt, können wir uns sehen. Die Monika ist in Mailand. Cool. Ja, Samira, sie möchte auch gern hin. Ich würde euch empfehlen, falls ihr hin wollt, bald zu buchen, und zwar wegen den Hotels. Es war für mich schon relativ, ich habe jetzt letzte Woche gebucht und es war jetzt schon noch, man kriegt schon noch Sachen, aber die ganz günstigen Sachen, die super nah an der Messe sind, die sind schon weg. Also man kann noch nah an die Messe, aber dann ist es ein bisschen teurer. Oder man geht ein bisschen weiter weg, dann geht es auch noch. Aber die ist, Moment, jetzt muss ich kurz in meinen Kalender schauen. Die ist Anfang März dieses Jahr wieder. Jetzt haben sie wieder den normalen Rhythmus, weil als Corona war, war sie auch mal im Mai. Jetzt ist wieder März. Und zwar ist sie vom 6. bis zum 9. März. Wir können uns auch mal kurz die Website anschauen, falls es euch interessiert. Hier, genau. Ja, hier steht es auch. 6. bis 9. März in MICO, im Milano Convention Center. Da sind immer die ganzen Messen. Und das hier sind die ganzen Brands, die kommen werden. Und da sind ein Haufen mit dabei. Was ganz cool ist. Ja, wir sind immer ein Haufen mit dabei. Aber das hier, die Brands, die hier gelistet sind, die haben, glaube ich, alle Stände. Also die kann man besuchen gehen. Und da sind dieses Jahr insbesondere ein Haufen Namen mit dabei, die ich noch nicht kenne. Oder die ich halt mal so im Vorbeigehen gehört habe, von denen ich noch nichts gerochen habe. Deswegen freue ich mich da echt schon richtig drauf. Es ist fast jeder da. Also, brauche jetzt nicht alle vorlesen, aber es sei denn, die ganz, ganz, ganz Großen, also ein Sertov zum Beispiel, kommen nicht auf die Messe. Die sind sich zu gut. Die haben schon zu viel Business. Die brauchen nicht mehr auf die Messe zu gehen. Aber Tiziana Zarenzi zum Beispiel ist schon da. Und ja, ich glaube, die einzigen, die so nicht kommen von den Großen, das ist so Parfum de Mali, glaube ich nicht. Inicio ist, glaube ich, nicht da. Sertov ist nicht da. Ansonsten kommt mehr oder weniger die ganze Parfumwelt, habe ich den Eindruck. Ich hoffe, ich gebe jetzt keine Fake News, dass nicht die dann doch kommen. Aber das seht ihr, wie gesagt, in dieser Übersicht von den ganzen Ausstellern. Genau. So, und wir haben noch einen neuen Supporter. Oh, mit einem schwierigen Usernamen. Fresh Rob. Danke dir. Ja. Riot Agent schreibt, ist offiziell aber nur Samstag für die Öffentlichkeit. Meines Wissens nach ist auch der Freitag für die Öffentlichkeit. Ist das eine Frage oder ein Statement, das du hier stellst? Chris K. sagt, er hält sich das noch offen. Die Christina ist in der Woche da. Ja, ich muss mal überlegen, vielleicht finde ich irgendwie einen Weg, dass wir da irgendwie eine Art Gruppe machen können, dass wir uns ein bisschen koordinieren können. Das wäre eigentlich ganz witzig. Vielleicht gehen wir mal irgendwie Kaffee trinken oder treffen uns irgendwo auf der Messe und ratschen mal ein bisschen oder wie auch immer, ne? Weil ich plane sozusagen meine ganzen To-Dos am Donnerstag, also sozusagen am Fachtag, dann abzuhaken und dann mehr oder weniger den Freitag so ein bisschen zum Streunen zu haben. Ja. Ruby fragt, ist Pacific Rock Moss das Geld wert? Hält er gut? Das sind zwei verschiedene Fragen mit zwei verschiedenen Antworten. Ich würde sagen, Pacific Rock Moss ist sein Geld wert, weil es so ein toller Duft ist, aber hält nicht gut. Kannst du dann überlegen, ob du es denn kaufen willst. Die Agnes Lydia schafft es leider nicht. Ah ja. Fliege ich alleine? Ja, ich fliege alleine. Ja. Weil der Julius muss auf die Kinder schauen. Ist immer so bei uns. Ich kann den Julius nie zu irgendwas mitnehmen, weil natürlich immer einer auf die Kinder aufpassen muss.
Ja. Ja, übrigens, da reinkommen ist kein Problem. Die Messe kostet auch nichts. Ihr müsst euch nur für Tickets registrieren. Und witzigerweise, typisch unorganisiert, wie die Italiener wieder sind, ist auch diese Registrierungsformular noch nicht offen. Sie haben geschrieben auf der Website, dass es ab 29. Januar dann dort gibt. Und da tragt ihr dann einfach eure Daten ein und dann könnt ihr das Ticket dann dort holen oder keine Ahnung, als PDF oder wie auch immer, aber ihr kommt dann rein. Sarah Sophie fährt auf die Buchmesse dieses Jahr. Zwei schaffst du nicht. Ach komm, Buchmesse. Nein, die Sarah Sophie hat ja einen Book-Channel, deswegen ist die Buchmesse wahrscheinlich für dich wichtiger, aber ja, Messen sind auch immer anstrengend. Das ist so. Julia fragt, kann man dort was kaufen? Nee, kaufen kann man da nichts. Das ist nur zum Probieren, aber man kann alles probieren, was man möchte. Wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich war noch nie an so einem öffentlichen Tag dort. Ich weiß nicht genau, wenn es dann für die Öffentlichkeit ist, vielleicht kann man was kaufen. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Die Messen sind meistens nur zum Probieren. Und die Julia JPS ist auch bei den Supportern. Danke dir. Mensch, heute regnet es ja Mitglieder. Das finde ich super cool. Freut mich sehr. Wow. Ja, es wird bestimmt wieder super anstrengend. Ich finde, Messen sind immer super anstrengend. Aber ich schätze mich dann auch schon immer realistisch ein. Ich mache nie mehr als einen Tag pure Messe. Weil gerade insbesondere die Essence in Mailand, die ist auch super. Die ist super tricky aufgebaut und zwar so wie so ein kleiner Irrgarten ist die. Die geht in so Schlangenlinien. Das heißt, wenn du von A nach B willst, du siehst vielleicht auf dem Plan, der Weg ist nicht so weit, aber der Weg, den du laufen musst, ist halt irgendwie 10-mal so weit, weil sie dich dann immer an allen möglichen Ständen vorbeileiten und du darfst dann nicht abkürzen. Da stehen dann immer Securities an diesen Gängen und die schauen dich dann immer ganz böse an. Es sei denn, du fragst sie ganz lieb auf Italienisch. Und klimperst mit den Wimpern, dann lassen sie dich manchmal durch. Aber meistens ist da zu. Ach ja. Ach so, die Buchmesse ist auch im März, sagt die Sarah Sophie. Dann steigt der Mann aufs Dach. Ja. Kann ich verstehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. SV fragt, hattet ihr keine Unterstützung von den Großeltern oder würden es eure Mädels nicht mitmachen? Nee, weder die Großeltern noch die Mädels sind das Problem, beziehungsweise es ist mehr die Logistik ist das Problem leider. Silvi fragt, liebe Leni, hast du einen neuen Signature-Duft? Nee, hab ich nicht. Immer noch mein alter. Ja, okay, ja, also das mit den, ob man da direkt an den Ständen kaufen kann, wie gesagt, da lege ich nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber ich glaube es nicht. Italienisch lernen schadet übrigens nie. Genau. Okay, so viel dazu, ja. Aber dazu können wir uns ja noch hören. Sind noch ein paar Streams hin, bis es soweit ist. Und ich werde mir auch wieder überlegen, ob ich da vielleicht ein bisschen was filme. Letztes Jahr hatte ich ja den Plan, da einen Vlog draus zu machen. Und ich hatte sogar eine ganz liebe Zuschauerin, die sich bereit erklärt hat, sozusagen mein Equipment zu tragen für mich, damit ich mir zu assistieren, sozusagen, damit ich gut filmen kann. Und dann hatte ich ja einen Tag davor diese verdammte Mittelohrentzündung und konnte nicht fahren. Da war ich so traurig und es passiert mir dieses Jahr nicht. Ganz sicher nicht. Dieses Jahr gehe ich auf alle Fälle hin. So, was trage ich auf die Messe? Ich versuche immer Düfte zu tragen auf der Messe, die total dezent sind und total frisch. Vorletztes Jahr habe ich getragen den Loewe Scuilla Po. Den werde ich nicht mehr tragen, wenn ich jetzt dieses Jahr fahre, weil ich war dann bei Pierre Guillaume am Stand und habe mich mit ihm unterhalten und habe dann so gesagt, so, ich trage übrigens Loewe Scuilla Po und er war super arrogant und irgendwie so nach dem Motto, ja, so nach dem Motto, ich habe Besseres. Und dann dachte ich mir, okay, trage ich ihn halt nächstes Mal nicht mehr. So, und deswegen, keine Ahnung, werde ich zu was anderem Frischem greifen. So. Genau, ihr wart genug krank fürs ganze Jahr, so ist es. Welchen Duft trage ich heute? Ich trage heute meinen For Her Eau de Toilette von Narciso Rodriguez. Ich hatte heute einen Arzttermin. Bei so Arztterminen, ich weiß nicht warum, aber da greife ich immer auf meine Tried and True Stables zurück. Auf meine Düfte, die ich halt immer so trage. Ja.
Okay, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal eine tolle neue Entdeckung, die ich gemacht habe. Und von der bin ich richtig begeistert. Das ist ein Designerduft. Der ist so spitze und das ist was für die Männer. Ich denke, Frauen können den auch tragen, aber es ist ein Herrenduft. Und ich liebe den. Ich habe den entdeckt, weil der nämlich einen Award auch bei den Duftstars gewonnen hat. Und dachte ich mir, das muss ich mir vielleicht mal anschauen. Und zwar ist es der Terre d'Hermès Eau Givrée, also ein Terre d'Hermès Flanker. Und Eau Givrée heißt anscheinend vereistes Wasser oder irgendwie so. Givrée heißt vereist und genauso riecht er auch. Also es ist ein ganz, ganz, ganz frischer, toller Duft. Nicht so ganz so grün, wie die Terre d'Hermès Reihe normalerweise ist, sondern sehr zitronig. So geil. Zitrone, Zitronatzitrone, um ganz genau zu sein, Wacholderbeere und Szechuan-Pfeffer. Und die Wacholderbeere macht den auch so richtig schön kühl, so ein bisschen waldig, so irgendwie so Natur. Aber die Zitrone ist dann doch wieder sehr präsent und der Pfeffer macht ihn so ein bisschen würzig. Ich zeige ihn euch mal auf Parfumo. Ich bin echt hin und weg von dem. Also Leute, wenn ihr den noch nicht kennt, dann müsst ihr euch den anschauen. Der ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und ich habe heute ein paar Düfte, die ich den Julius auch testen lassen werde. Den brauche ich ihm aber nicht zeigen, weil es ist egal, was er dazu sagt. Ich bin mir so sicher, dass der genial ist. Braucht man nicht die Meinung vom Julius dazu. Der ist so toll. Also richtig frisch könnte man schon irgendwie auch als Sommerduft bezeichnen. Aber ich finde, der ist einfach ganzjährig toll frisch. Und das Tolle an dem ist irgendwie, der ist gleichzeitig auch so edel, so angezogen, so könnte man auch gut im Job tragen und er ist perfekt im Sommer. Also der funktioniert auch in ganz, ganz, ganz heißen Temperaturen, funktioniert aber auch jetzt. Und ich finde ihn, obwohl es ein Eau de Toilette ist, finde ich ihn relativ durchsetzungsfähig. Also es ist nicht gleich wieder weg. Er hat schon eine ganz, ganz anständige Haltbarkeit für so ein Eau de Toilette. Riecht er etwas nach Gin Tonic, fragt die Nina Love. Ja, ein bisschen, ganz ein bisschen. Also er hat schon dieses Herbe, er ist allerdings viel zitroniger als ein Gin Tonic. Ich denke an ein Zitronensorbet, ein relativ unsüßes, nicht gesüßtes Zitronensorbet. Das wäre vielleicht meine Beschreibung. Garniert mit Wacholderbeere. Ja. Vanessa Heinzes Mann mag frische Düfte, dann wäre das was für ihn. Ja, das denke ich auch. Louis fragt, gibt es den bei Douglas? Ich gehe davon aus, die haben ja Hermes, deswegen glaube ich schon. Der ist richtig toll, ja. Ich muss echt sagen, ich habe früher immer gesagt, Prada und Narciso Rodriguez sind meine liebsten Designerhäuser. Ich nehme Hermes noch mit hinzu, weil die Düfte von Hermes, die sind so unglaublich gut gemacht immer. Da ist nichts dabei, was billig riecht. Die Qualität ist immer da und die können vor allem diese frische. Auch grünen Düfte sehr gut. Diese Le Jardin-Reihe ist ja auch so frisch grün. Die Eau de Merveille-Reihe ist so frisch. Die Terre d'Hermès-Reihe ist frisch grün. Insbesondere so Vetiver-Geschichten können sie gut. Und ich bin echt ein Hermès-Fan geworden jetzt in letzter Zeit. Richtig gut. Wobei es gibt auch einen, den mag ich überhaupt nicht. Das ist aus der exklusiven Linie. Wie heißt denn der? Der ist, glaube ich, Vetiver Tonka oder irgendwie so. Der ist schrecklich. Der ist richtig schrecklich. Aber ansonsten fast alles von Hermes ist toll. Twilly, ja. Twilly ist auch schon schöner. Hat er Ähnlichkeiten mit Gentle Fluidity? Fragte Tim Schmitz. Du fragst wahrscheinlich wegen der Wacholderbeere, ne? Gentle Fluidity Silber ist noch ein bisschen rasierwasserartiger und schärfer. Noch ein bisschen herber. Der hier ist, dadurch, dass die Zitrone so stark kommt, sie sind dieselbe Art von Duft, schon irgendwie verwandt, aber sie sind nicht super duper ähnlich. Ja, Hammer. Schaut euch den an. Sandbear hat den Desert Rosewood auf meine Empfehlung gekauft und ist begeistert. Das freut mich. Das freut mich sehr. Ja, cool. Also schaut euch den an. Ich kann den nicht genug loben. Das ist wirklich, das ist ein super, super, super geiler Duft. Dann, was haben wir als nächstes? Oh ja. Dann habe ich einen neuen von EPC. Da habe ich euch schon gezeigt, den Tonka Extraordinaire. Und den Tonka Sesame.
Und das ist jetzt der Cardamom Moss. Ich habe die EPC-Düfte jetzt mittlerweile alle durchprobiert und das ist der, der mir mit von den übrigen sozusagen noch mit am besten gefallen hat. Das ist auch ein schön würziger, bisschen grüner Duft. Oh ja, auch sehr schön. Auch sehr schön gemacht. Upsala. Habt ihr gehört, wie schwer der Deckel ist, was der für einen Krach gemacht hat, hat Gramm runterfallen. Also auch das Glas ist relativ schwer, der ganze Flakon. Auch der Hermes ist übrigens, der wiegt ein halbes Kilo gefühlt. Tut er nicht wirklich, aber ich würde schätzen, wenn ich jetzt realistisch schätzen würde, der wiegt knappe 300 Gramm, was sehr schwer ist für diese Art von Duft. Und er hat übrigens hinten so ein vereistes Glas noch, was irgendwie gut passt. Der hier ist auch relativ schwer und sehr wertig gemacht. Super schön. Ich zeige ihn euch mal. Moment. Hier. Da seht ihr den. Genau. Also, genau. Ambroxan, Hölzer, Ingwer. Ingwer merkt man ganz schön. Karamell kommt sehr hintergründig. Kurkuma merke ich stärker. Er ist mineralisch, er ist auch ein bisschen synthetisch, aber auf die gute Art. Er ist ein bisschen moosig, salzig, ja. Tabakzimt, das kommt alles so ein bisschen raus. Und es gibt ein sehr, sehr attraktives, gutes Gemisch. Sehr schön. Der hat jetzt erst 10 Bewertungen und eine Bewertung von 7,1. 7,1 meiner Meinung nach ist Bull. Der ist richtig gut. Der hat eine 8 verdient, meiner Meinung nach. 7,9 oder 8. Richtig gut. Ja. Man merkt auch, je weiter er sich setzt sozusagen, desto mehr merkt man auch Tabak und Zimt. Und es ist wirklich sehr schön. Der erinnert mich auch so ein ganz kleines bisschen an Chrysanel, aber in maskuliner. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses Kardamom-Zimt-Ding, auch so ein bisschen eine hintergründige Cremigkeit. Und diese Ingwer-Geschichte, die wirkt auch so ein bisschen wie Tee, was man dann beim Grey Chanel auch wieder hat. Deswegen finde ich den ganz leicht ein bisschen ähnlich. Wer sich den anschauen will, den gibt es nicht nur in 100 Millilitern, sondern gibt es auch in kleinen Größen. Ich habe heute zu allen Düften, die ich euch zeige, oder zu fast allen hoffentlich, Links in der Videobeschreibung vom Stream. Könnt ihr schauen. Und bei der Marke habe ich, glaube ich, auch einen Code. Leni10 heißt er wahrscheinlich. Das ist immer mal, das ist mal der Standard, das ist immer Leni10. Wenn ihr Zweifel habt bei irgendeiner Marke, probiert einfach mal Leni10 einzugeben und ganz oft funktioniert es dann. So. Gut. Haltbarkeit von dem ist auch okay. Jetzt nicht überragend, aber geht schon. DZL041 schreibt, hat jemand von euch das Discovery Set von Celine? Lohnt sich das? Ich denke, das lohnt sich auf alle Fälle. Weil die Celine-Düfte, die sind richtig toll. Vielleicht review ich das auch mal hier im Stream, live mit euch. Könnt ihr mir schon vorstellen. So. V schreibt, für mich persönlich war Chris Chanel schon zu maskulin. Für dich nicht. Chris Chanel ist für mich eher feminin. Ja, den Jardin aus Terre, den kenne ich vom letzten Sommer. Der hat mir allerdings am wenigsten gefallen von den ganzen Jardin-Düften. Wenn ich so ranken müsste, würde ich sagen, Monsieur Lee, Sur le Nil, Sur le Toit, Sur la Lagune. Und dann gibt es noch einen, der heißt Mediterranee, glaube ich. Ja. Ah, die Bettina hat diesen Leni10-Code bei Byron für den Green Butterfly angewendet. Sehr schön. Schockverliebt. Das freut mich. Ich freue mich immer so, wenn die Düfte euch dann auch gefallen. Da fühle ich mich immer gut. Da bin ich froh. So. Ja. Okay, dann haben wir das. Hoppala, hoppala. Dann, Julius, falls du zuschaust. Wenn du magst, kannst du jetzt jederzeit kommen. Und wenn du kommst, bring mir bitte was zu trinken mit. Ich habe vergessen, mir was zu holen. Das wäre ganz lieb. Mach mal noch einen in der Zwischenzeit. Ich habe noch zwei neue Düfte, noch mehr neue Düfte sogar. Und zwar habe ich jetzt zwei Le Sueur de Noé Düfte. Die sehen so aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ich habe die Marke schon mal vorgestellt. Und zwar
In einem Parfori-Video, glaube ich, habe ich dir euch gezeigt. Ich habe jetzt hier den Citrus Poetry und den Midnight Call. Und die gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Ich merke schon, irgendwie sind wir heute sehr zitrisch unterwegs. Paris Monte Carlo ist übrigens auch immer auf der Messe in Mailand. Die sehe ich jedes Mal. Oder die sind irgendwie, der Stand bleibt mir immer im Gedächtnis von denen. Der ist auch zitrisch, natürlich, wie der Name sagt. Auch finde ich schon stark Richtung Zitrone. Und so sehr pfeffrig. Also pfeffrig, spritzig, holzig, erfrischend. Er ist nicht sehr süß, auch wenn er hier einen Apfel drin hat, sondern er ist schon mehr so die Richtung vom Terre d'Hermes im Eau Givrée. Wobei ich muss sagen, der Eau Givrée gefällt mir ein bisschen besser. Aber wenn man so auf diese Pfeffer-Zitrus-Geschichte steht, wenn man das Würzige mag, dann ist der ganz gut. Orange kommt auch schön. Er trocknet leicht synthetisch runter. Das ist dann, also für mich gerade so an der Grenze. Noch synthetischer dürfte er nicht werden, aber ich finde ihn sehr angenehm. Ist auch so ein relaxter Duft. Kann man echt machen. Citrus Poetry. Die Marke hat übrigens eine ganz süße Geschichte. Und zwar, die Marke heißt ja Le Sœur de Noé, also die Schwestern von Noé. Und die Markeninhaberin, die hat drei Kinder. Die hat zwei Mädchen und einen Buben. Und der Bub heißt Noé. Und die Marke ist sozusagen benannt nach seinen Schwestern. Was ja irgendwie süß ist, ne? Hat sie alle drei ihre Kinder in die Marke verpackt. Und die Düfte sind sozusagen da auch draus inspiriert. Ich kenne jetzt nicht die Geschichte zu jedem einzelnen Duft, aber das ist die Idee dahinter. Ja, genau. Und dann habe ich noch einen, der heißt Midnight Call. Midnight Call. Midnight Call muss ich jetzt im Zusammenhang mit dieser Geschichte mit den Kindern eher daran denken, dass man mitten in der Nacht von seinen Kindern geweckt wird und wachgerissen wird, was jetzt bei mir nicht unbedingt positive Assoziationen hervorruft. Ich glaube, der Name ist ein bisschen anders gemeint, aber. Oh, ja, genau. Der ist ganz schön. Der ist fruchtig. Der ist so fruchtig und ich weiß gar nicht, was es ist. Wirkt auf mich sehr pfirsichartig. Pfirsich. Ich sehe jetzt in den Noten kein Pfirsich, aber er ist sehr süß. Bisschen prickelnd. Ja, sehr, sehr fröhlich irgendwie. Also, ich weiß gar nicht, so sehr midnightig finde ich ihn gar nicht, weil er sehr strahlend irgendwie ist, sehr bright, also schon auch sexy, aber auf die verspielte, fröhliche Art, finde ich. Ich muss sagen, die Noten korrespondieren nicht wirklich mit meinem Dufteindruck. Ich würde sagen, da ist Pfirsich drin. Veilchen, okay. Mimose, ja, aber ich würde noch ein paar Früchte mehr unterstellen. Vielleicht auch ein Tick Birne oder so. Kann es nicht genau sagen, aber das wäre jetzt mein Eindruck von dem. Ja. So. Claudi fragt, wie findest du Black Caviar von Electimus? Das könnte ich jetzt mal kurz nachschauen. Guck mal kurz für euch. Black Caviar. Ich habe nämlich die Electimus-Düfte eigentlich alle mal getestet, aber ich habe die nicht mehr alle im Kopf. Das sind so viele. Oh, ich lese nochmal vor oder ich zeige es euch, was ich geschrieben habe. Gut. Ich habe geschrieben, so interessant. Aquatische Noten, Kalone mit Meer und viel Aromatik. Torino 21 in aquatisch, vielversprechend, aber nischig. Also im Sinne von gefällt wahrscheinlich nicht jedem. Schauen wir uns mal die Noten an.
Also, das war mein Eindruck dazu. Du kannst was damit anfangen. Ja. Daria Kalinka, die Vanille Collection von Zara muss ich mir noch anschauen. Aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass sie wahrscheinlich einigermaßen gut ist, weil Vanille kann man leicht machen. Vanille ist nicht schwer gut hinzukriegen. Gibt es andere Sachen. Ja. Nicole Finn fragt, Leni, gibt es für dich einen Duft, der nach Sauna oder Spa riecht? Ja, einige. Witzigerweise, ich habe gestern das Video abgefilmt zu den Wellness-Düften. Also ich habe ein Video gemacht über Düfte, die halt entspannend sind, die einen runterkommen lassen, die super zen sind. Und da sind einige solche Düfte dabei. Jetzt, wenn ich einen nennen müsste, der allerdings nicht im Video auftaucht, würde ich sagen, der Eau d'Adrien von Goutal. Der ist sehr schön saunaartig. Kann ich mir auch mal zeigen. Eau d'Adrien. Das ist dieser hier. Der hat einen anderen Flakon, aber der ist so diese typische Zitrussauna-Aufguss mit ein bisschen so Sauna, die im Wald steht, auf einem Berg irgendwie und du trittst danach ins Freie und riechst so ein bisschen auch die frische Luft. Wacholderbeere ist auch mit drin, also der wirkt extrem saunaartig auf mich. Und der Flakon, der sieht jetzt mittlerweile... Nee, so sieht er auch nicht aus. Sieht anders aus. Ich hol den mal kurz, zeig euch mal kurz. Eine Sekunde. So sieht er aus, nämlich. Oh, Nadria. Und... Ja, der ist richtig gut. Der hat halt das Wald, den Wald und die Sauna. Beides. Monika Negri fragt, hallo Leni, wie findest du die Düfte von Floraiku? Sind alle Richtung Tee, sehr würzig, aber halten sie nicht so gut. Ich habe witzigerweise das Floraiku-Probenset gerade noch hier, weil wir das habe ich mal ein bisschen angefangen, aber dann nicht fertig gemacht mit euch. Und dann dachte ich mir, vielleicht machen wir das heute noch ein bisschen. Deswegen würde ich das jetzt noch nicht beantworten. Ja. Nuit Étoilée von Goutal ist auch spitze. Ja, genau. Der Nuit Étoilée ist auch richtig saunamäßig. Goutal macht Saunadüfte, ich glaube, das können wir festhalten. So. Ja, Rituals. Rituals ist auch eine gute Adresse, wenn man so Saunadüfte finden will. Sarah Sophie fragt, gab es nicht auch mal einen, der pur nach Kiefernwald roch? Irgendwas österreichische oder Schweizer Marke? Ja. Und der ist jetzt bei mir mittlerweile fast schon auf Halbmast. Ich sprühe den so oft, und zwar ganz oft auch als Raumduft, wenn es bei uns mal nicht so gut riecht im Haus, was eigentlich nur passiert, wenn unser Hund irgendwie, keine Ahnung, Magen-Darm hat oder so, dann benutze ich den manchmal, um sozusagen die guten Gerüche wiederherzustellen bei uns. Und der heißt Pinus und die Marke heißt Odur und es ist eine Schweizer Marke und der riecht wirklich ganz authentisch nach Zirbelkiefer. Zirbelkiefer mit Patchouli, riecht brutal nach Wald, super entspannend, super schön als Raumduft. Die Marke Kriegler habe ich noch nie getestet. Ja, wer kommt denn da? Ich höre, die Türe geht. Bring eine Stunde. Sag Hallo zum Julius. Juhu. Oh, okay. Ja. Wir müssen ja den noch. Wusste ich, dass wir heute trinken. Weißt du, wie lange wir den schon haben? Wie lange? Nee. Ja. Wieso? Der ist ja noch von Silvester. Ach so, oh Gott. Silvester haben wir auch nichts gemacht, weil da waren wir auch nicht ganz fit, gell? Das ist echt bei uns dieses Jahr alle Festtage, alle Feiern fallen aus. Das ist echt so richtig bitter. Rutsch noch ein ganz kleines Stückchen weiter vor, wenn du kannst. Geht das? Ja, genau. So, ja, perfekt. Gut. So. Also schau, du wirst begrüßt. Ja, du darfst ihn aufmachen. Darf ich? Ja, ich erlaub's.
Ach ja. Ja, okay, dann wird das jetzt unser Silvester. Importware aus Italien. Ja, genau. Wir machen mal weiter. Oh ja. Warum habe ich den Julius überhaupt geholt, fragt ihr euch vielleicht. Wozu brauche ich den Julius was unbedingt? Macht der, der Julius muss heute was judgen. Und zwar hat mir ein lieber Zuschauer einen Duft gesendet als Weihnachtsgeschenk, den ich leider sehr spät erst gekriegt habe, weil der kam im Büro an und wir waren dann ewig nicht im Büro, weil wir unterwegs waren über die Feiertage. Sekunde, ich versuche gerade den Brief rauszuholen. Und zwar, es war der Oliver, mit einem ganz süßen, wunderschönen Brief geschrieben. Vielen Dank dir, falls du zuschaust. Und er hat mir ein kleines Geschenk gemacht. Und zwar, er hat gesagt, er hatte 8 Düfte und jetzt mittlerweile hat er 150, aber ist noch nicht pleite. Und da freue ich mich. Und er wollte unbedingt den Sunshine Man mal probieren. Und hat im Zug eine süße Sunshine Man, von dem ich im Parfumzug einen Flakon angattern konnte. Es war keine Liebe auf den ersten Sniff, aber je öfter ich ihn gerochen habe, desto schöner fand ich ihn. Und jetzt ist er in meinen Top 5. Leider ist er nicht mehr oder nur zu horrenden Preisen zu erstehen. Das stimmt. Und deswegen hat er mir einen Dupe gesendet, den ich jetzt mal für euch testen kann. Der Dupe heißt Sunrise und die Marke heißt Killer Oud. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich keine Dupes reviewe, weil ich da grundsätzlich nicht einverstanden bin damit. Allerdings, der Sunshine Man ist wie gesagt eingestellt, wobei Amouage selber das ja bestreitet. Also zumindest kann man ihn bei uns nicht mehr kaufen und man kann ihn auch mittlerweile nicht mehr im Thaler in Bozen kaufen. Man kriegt ihn nirgendwo mehr und auch nicht mehr bei Amouage selber auf der Website. Und ich war ja im Oktober auf dem Amouage-Event mit Nobilis und da habe ich sowohl den Renaud Salmon, den Creative Director, getroffen, als auch den CEO. Und beide habe ich gefragt, was jetzt da los ist mit dem Sunshine Man. Und beide haben mir gesagt, nee, der ist nicht eingestellt. Amouage stellt keine Düfte ein. Die behalten sich dann immer noch kleine Batches von den Düften dort, aber manche vertreiben sie halt nicht mehr. Also nach dem Motto, sie haben irgendwo noch einen Keller, wo sie so ein Batch rumstehen haben, aber du kannst es halt so nicht mehr kaufen. Und da es den jetzt nicht mehr zu kaufen gibt, habe ich mir gedacht, es ist okay, wenn ich euch den Dupe zeige. Und der Julius ist da, um zu beurteilen, ob er rankommt oder nicht. Weil der Sunshine Man, das wisst ihr, ist der Duft vom Julius. Jetzt können wir erstmal anstoßen, oder? Also frohes Neues. Alles Gute zum Geburtstag. Ah ja, danke. Mein Geburtstag ist auch ausgefallen am Samstag. Das war echt so, mit dem scheiß Virus. Eieiei. By the way, da hat jemand gefragt, wie alt wir sind. Ich bin 38. Ich bin jünger. Genau, Leni ist jünger. Ich bin jetzt auch schon. Ja, jetzt gehen wir mit großen Schritten auf die 40 zu, gell? Ja, 37 bin ich jetzt. Das ist crazy, oder? Krass. Ja, genau. Wo war ich? Dupes. Genau, okay. Also der Julius weiß ja sehr gut, wie der Sunshine Man riecht. Er trägt ihn ja auch wirklich. Jetzt momentan trägst du den Habdan, gell? Aber im Sommer trägt er wirklich richtig gut den Sunshine Man. Und jetzt haben wir so hier... So viele habe ich schon verbraucht. Und jetzt haben wir hier den... Das boah, stimmt das nicht. Wir haben den... Der war schon ein bisschen was weg, als du den gekriegt hast. Also noch weniger habe ich verbraucht. Ja, aber du brauchst ja nur eine Spur von ihm. Oder wie viel nimmst du, wenn du den sprühst? 2 vielleicht. Ja, okay. Also gut. Und jetzt haben wir hier diesen... Killer Oud. Moment. Okay, du hast sogar das Logo kopiert, oder was? Nee, ich bin kein 86er, ich bin 87er. Mach mich nicht älter, als ich bin. Ich bin halt ein Steinbock, ne? Ich bin halt im Januar dann gleich. So. Genau, also das ist er. Weiß gar nicht, ob ihr es gut sehen könnt. Magst du mal kurz hinter mich kommen? Ich. So, sieht er aus. Hat auch eine schöne Sonne drauf. So. Bist du bereit? Jetzt machen wir zwei kalt, Kärtchen. Wie läuft denn der Sonne? Nee. Klebrig. Ja, das ist ein bisschen ausgelaufen, glaube ich. Ja. Ganz bisschen. Ist auch nicht mehr alles drin. Mhm. Aber gut, brauchen jetzt hier nicht lästern, weil bei Amrush vorne ist auch die Sonne abgefallen. Wir haben es versucht, wieder hinzukleben, aber die fällt jedes Mal wieder ab. Der war allerdings auch aus zweiter Hand, deswegen wer weiß, was der vorher schon erlebt hat. Aber jetzt mache ich hier drauf den Sunshine.
den du ja sehr gut kennst. Soll ich kennst. Nicht blind machen? Nee. Nee, brauchst du okay, nicht blind. Wobei, das wäre jetzt lustiger gewesen, ja. Ja, machen wir es halt nochmal blind. Passiert ja nichts, machst halt neun Strafen. Okay. Check's hin. Okay, also das hier ist... ich muss mir... Leg den hier genau, her, okay. Kannst du dann mischen, oder? Genau. Du kannst draufspulen und nachher mischst sie einfach wie so ein Taschenspiel. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen. Paul Winkel schreibt, ich bin auch Steinbock, wie Jesus. Ach, stimmt, ja. Hast recht, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja. Jesus ist auch Steinbock. Okay, gut. Jetzt, Julius, mach die Augen zu. Ich vermische jetzt Düfte. Okay. Mach die Augen zu, ich zeig's den Leuten. Also... Das ist der Dupe. Und jetzt darfst du riechen hier. Und das ist der andere. Findest du sie ähnlich? Ja, ja. Sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Ich würde glauben, das ist der richtige. Weiß das nicht mehr. Jetzt war's, ja, doch, was? Müssen wir eine andere? Deswegen, ja, du hast recht. Ja, ja. Also, Julius hat den Sunshine Man wiedererkannt, richtig. Und was würdest du sagen, jetzt auf einer Skala von 1 bis 100, wie ähnlich sind die sich? Ziemlich, ja, 85%. Oder 85%. Oder? Also schon, man wird schon stark an den erinnert, sehe ich auch so. Er ist allerdings nicht dasselbe, ne? Nee. Ich finde... Den Sunrise finde ich ganz ein wenig mehr bitter. Der hat so eine frische Note noch dazu, der Original. Frisch, sagst du? Du was Kühles irgendwie. Ne? Ja, und übrigens, ihr braucht den nicht auf Parfumur suchen, weil Parfumur listet auch keine Dupes. Die halten es wie ich. Der ist ein bisschen frischer und ein bisschen bitterer, finde ich. Und der Sunshine Man ist ein bisschen aromatischer noch und intensiver, dichter, einfach. Du merkst Vollgas die Qualität. Also ich würde das blind immer erkennen, den Unterschied. Aber sie riechen sehr ähnlich. Schaut euch bitte mal den Dry Down an. Ja, ja, okay, ich sprühe nochmal neu. Mach mal eine Note drauf dann. Ist das ein Kuli? Ja. Jetzt bin ich mal da drauf drücken. Kann man da drauf drücken? Kannst da schon drauf drücken, ja. Was passiert dann? Nix. Nichts. Kannst Soundeffekte spielen. Das hast du mich doch schon mal gefragt. Das ist nicht doof, das ist schon. Jetzt hören die Leute Sound, ja. Moment. Jetzt bin ich hier ganz raus. Ich habe noch viel mehr Sounds. Ich nie benutze. Ja, so, okay. Jetzt lass mal die mal liegen und dann schauen wir uns die Leute nochmal an. Wer ist da? Das ist einer von deinen, nee, von deinen Italien-Connection? Nee, Big, hm? Mad Max 91. Ah ja. So, wieso schreibt die Birte Tal und fühle mich gerade uralt? so. Gut. Das Video hängt bei den Sounds. Echt? Hört ihr immer noch die Sounds? Nee, oder? Nein, ich glaube, wenn ich die Sounds drücke, dann hängt das Video kurz. Woher okay. sind deine Ringe? Aha. Woher sind meine Ringe? Die habe ich mir selber designt. Die sind, habe ich mir beim Juwelier machen lassen. Ja, aber woher? Woher? Soll ich den Juwelier sagen? Nein, der ist von mir. Das war mein Weihnachtsgeschenk vom Julius, der hier. Und den hier, den habe ich mir selber geschenkt. Das ist ein kein Ehering, da freut sich einer. Blau-grüner Saphir mit zwei so kleinen Diamanten nebendran. Den habe ich mir als Belohnung für... Das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber den habe ich mir als Belohnung für mich selber designt, weil ich finde, dass ich das mit unseren zwei Kindern sehr gut hingekriegt habe, so im ersten Jahr, wo es wirklich sehr anstrengend war. Und dachte ich, okay, so jetzt belohne ich mich. Und dann habe ich mir einen Ring designt. Genau, und den Saphir, den habe ich mir online bestellt. Der kommt aus Ceylon,
Und das ist so ein mehrfarbiger, so ein ganz, ganz schöner. Genau, und ich liebe den. Und den liebe ich jetzt auch, natürlich. Ja, gut. Danke, danke, schöne Ring. Doch, ich habe auch Eheringe. Ich habe, aber irgendwann muss man mal Schluss machen. Man muss dann entscheiden, ne? Weil irgendwie, ich will jetzt nicht hier. Ja. Ich habe das Gefühl, es machen nur ganz alte Frauen, sich so komplett voll mit Klunkern zu behängen. Deswegen. Ja, ich mache es auch nicht. Nee, das, und du hast nicht mal heute deinen Ehering? Nee. Ich trage ihn im Alltag nicht. So. Sarah Sophie sagt, mein Mann hat mir zur Geburt jedes Kindes auch Schmuck geschenkt. Ja, sehr gut. Nicole Finn fragt, ist euch schon mal ein Flakon kaputt gegangen? Mir nicht. Judith nicht, ne? Ich habe aber mir auch nicht, sehr wenige besessen in meinem Leben. Ja. Gekippt halt, das schon, aber nicht kaputt gegangen. Jetzt tun wir die zwei mal weg, damit wir ein bisschen Platz auf dem Tisch haben. So, also danke an den Oliver für den Sunrise. So. Aus Thailand kommt auch der Zollezimt, ja, genau. Schmuckladung ist mega in. Das stimmt, aber nicht, du kannst es nicht mit lauter Statement-Pieces machen. Und also halt, die müssen schon miteinander dann harmonieren. Und deswegen, ja. Gut, wie viele Düfte hat Julius jetzt? Zwei. So, den und den hab dann. Genau. Okay, dann testen wir noch was. Ist er noch da? Ich habe einen neuen Terenzi-Duft noch. Wobei ich jetzt auf Parfumo gesehen habe, dass der anscheinend gar nicht neu ist. Den gibt es anscheinend schon länger. Und zwar heißt der White Fire. Und ich kann mir nur vorstellen, dass der vielleicht reformuliert wurde, weil in letzter Zeit auch einiges an Inhaltsstoffen verboten wurde. Den habe ich noch nicht getestet, der ist jetzt ganz neu. Sinn? Hm? Berthe. Berthe. Für mich. Für mich? Ja. Ja. Ich bin jetzt gespannt, was du sagst zu denen, Julius. Mhm. Die Terenzis, finde ich, die sind so ein bestimmter Style. Mr. Drax fragt, wer ist der Mann da neben Leni? Was macht er da? Bist 15 Jahre zu spät oder 16. Mein Freund. Nicht mal? Okay. Ja. Der riecht nach nicht so viel, gell? Der ist sehr molekülig, finde ich. Der, ja, ist stimmt, ja. So ein bisschen weich. Erinnert mich ganz ein bisschen an Blanc Spät, aber stellt euch ohne die Kokosnuss vor, was kaum geht. Aber so ein bisschen milchig kommt er mir vor. Er heißt White Fire. Schauen wir mal an. Hier, das ist er. Genau, Eisakkord. Das passt total, ja. Der gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Der ist echt schön. Also, der Jasmin kommt ganz unterschwellig. Merkt ein bisschen Moschus, aber es ist nicht übermäßig. Er ist richtig frisch eigentlich, gell? Ganz transparent. Ja. Der gefällt mir. Ich glaube, den trage ich morgen mal. Bin bei den Terenzi-Düften, die nicht oft treffen, die meine Geschmack, weil ich sie oft sehr intensiv punchy, oft auch metallisch und ein bisschen sehr synthetisch finde, aber der ist zwar synthetisch, also insofern sind sie schon treu, aber das ist sehr schön. Bin gespannt, wie der performt. Jetzt, wo du mit der Tiziana BFF bist, gell? Stimmt, ja. Habe ich das erzählt? Ich weiß gar nicht, ob ich es euch erzählt habe. Ich habe die Tiziana getroffen, nämlich im November auf dem Nobilis-Event. Wir haben auch ein cooles Foto zusammen. Moment, ich muss schauen, ob ich das kurz finde. Mach mal den Chat noch, ich will schauen, ob die... Hier. Ja, genau. Hier, könnt ihr das sehen? Da sind wir. Das war ganz cool. Die Tiziana ist ja schon so eine Partymaus. Ups, ist weg. Die war da, die hatte so ein geiles gelbes Outfit an.
und war wie so eine, also sie war halt so der Farbtupfer in diesen ganzen schwarz, schwarz und dunkelblauen Leuten. Und die hatte echt Spaß. War lustig mit ihr. Was Julius Sternzeichen? Wir dürfen mal raten. Ratet mal, was Julius Sternzeichen ist. Jetzt musst du aber kurz erzählen, was deine Hobbys sind, sonst haben die Leute ja keinen Ansatzpunkt. Echt? Mhm. Kann man das so über Hobbys rausfinden? Mhm. Sag eins deiner Hobbys und ich wette, die Leute wissen, was du bist. Eins meiner Hobbys? Ja. Was? Surfen? Nein. Sag du's. Julius kocht gern. Ach so. Was ist er für ein Sternzeichen? Okay, krass. Das bin ich jetzt gespannt, ob das hergibt. Weil er kocht gut, deshalb Stier. Genau, richtig. Okay, Stier ist ein Genussmensch. Okay. Aha, okay, krass. Ja. Fisch, sicher. Schreibt doch. Nee. Fisch ist nicht mein Typ. Stier, jetzt kommt Stier. Jetzt habt ihr es ja gehört. Stiere sind die kleinen Gourmets. Wusste ich gar nicht. Ja. Ja. Genau. Und Julius ist so ein richtiger Stier. Er ist Stier-Aszendent Stier. Ich glaube, ja. Ich bin eigentlich Aszendent Waage. Deswegen kann ich dich so gut ausgleichen immer. Du bist... Ja, genau. Mein Mann ist Koch und Stier. Ja, das passt ja perfekt. Jungfrau, Aszendent, Jungfrau. Ja, ich bin Steinbock, Aszendent, Löwe. Und deswegen, ich habe mich immer gefragt, wieso es mich auf YouTube gezogen treu hat. Treu und Genießer, sagt der Fidemia. Ne? Ja, ja, das sind die. Ah, der ist 14.05. Er oder sie ist 14.05. Also auch ein Stier. Ja, Christian A. schreibt, Sternzeichen sind Humbug. Das stimmt, finde ich auch. Aber es macht trotzdem Spaß. Der Julius ist verschwommen, ja. Das ist, weil ich zu weit hinten sitze. Du sitzt zu weit hinten, du musst auf meine Höhe zurückgelehnt. Kommen. Kannst du nicht ein bisschen zurück? Ich passe da in... Wie, du passt da nicht? Ja, mit dem blöden Ding da. Komm ich da dagegen. Ja, ja, sitzt da. Ich sitze nämlich gerne ein bisschen nach hinten gelehnt. Ja, kannst du machen. So. Genau. Leni sucht als Löwe die große Bühne. Ja, ich bin halt... Nur Aszendent, ich bin ja Steinbock und die Steinböcke, die sind ja eigentlich, die wollen überhaupt nicht im Rampenlicht stehen, die wollen rödeln und machen und da ihre Karriere machen und brauchen nicht wirklich große Anerkennung, aber der Löwe halt schon, der Löwe will ins Rampenlicht. Ja, der Löwe ist der Selbstdarsteller. Leni würde so einen Kanal viel lieber nur produzieren, sie ist eigentlich nur vor der Kamera, weil sie es niemanden gefunden hat oder weil sie es lieber gleich selber macht, damit es gescheit gemacht wird. Genau, richtig. Weil ich war früher auch immer nur hinter der Kamera. Ich habe immer fotografiert und ich war nie vor der Kamera. Und ich habe auch immer gedacht, ich bin schlecht vor der Kamera. Also wenn man mich fotografiert, ich bin jetzt kein dankbares Model oder so. Aber du hast nicht Unrecht, ja. Es muss halt gescheit gemacht werden. Ja, genau. Deswegen ist es ja auch eine größten Teil One-Man-Show, Leni Sense. Wird alles selbst gemacht. Sternzeichen ist wie Bleigießen, sagt Paul Winkler. Ja. Stur Stier. Sehr wahr. Seestern, Aszendent, Qualle. Ich denke mir das auch immer. Vor allem, was ich mir auch denke, es gibt ja auch die chinesischen Sternzeichen. Und im chinesischen Sternzeichen bin ich ein Feuertiger. Was ich sehr viel cooler finde als Steinbock, ehrlich gesagt. Oder Schwein. Schwein, genau. Ich glaube, du bist ein Büffel oder so. Ja, aber ich denke mir dann immer, wie kann denn man beides stimmen? Weil die chinesischen Sternzeichen, die sind ja nach den Jahren orientiert und die europäischen Sternzeichen sind nach Monaten. Okay. Ja. Steinbock ist dickköpfig, das stimmt auch, ja. Sind beide, ja, deswegen passen wir so gut zusammen. Ah, okay. Auch voll süß. Sefta Rumi schreibt, Leni, deine Videos sind qualitativ so hochwertig, alles passt, Ambiente stimmt, deine Outfits, deine Elo-Sprache. Oh, das ist lieb, dass du das sagst. I try. Da bin ich eine Ziege. Klizismus, boom. Stimmt. Stimmt. Ich kann nicht aus, irgendwie, es kommt so aus mir raus, jetzt insbesondere wenn du Alkohol gibst, dann wird es wahrscheinlich noch schlimmer. Kann ich schon mal alle vorwarnen. Ich bin Ratte, schreibt die Sternzeichen. Ich finde auch halt die chinesischen Sternzeichen, die sind so unwürdig irgendwie. Die klingen so, ich bin Ratte, ich bin Ziege, ich bin Gockel, ja. Ich bin Hahn. Es gibt noch, es gibt Drache, das ist cool, und Tiger ist auch cool. Wasserschwein hat, glaube ich, jemand geschrieben. Ja, Wasserschwein, genau.
Die Kaffee-Tabak von älteste Benutzer habe ich noch nicht getestet. Aber ich habe die Frau Müller gefragt und sie hat mir in der Zwischenzeit ein paar andere Düfte zum Testen geschickt. Ab und zu schickt sie mir mal Düfte, von denen sie denkt, dass die cool sind und die kann man uns Mittelscharf. anschauen. Metallscharf. Ja, das ist halt echt so, oder? So geil. 2024, das Jahr des Drachen. Oh ja, jetzt haben wir eine gute Frage für Julius. Das möchte ich jetzt, dass du die beantwortest. Nina Love fragt, Julius, welchen Duft von denen, die Leni letzter Zeit trägt, fandest du am besten? Woher soll ich wissen, welche Düfte das sind? Ich habe doch keine Ahnung, was sie trägt. Sie trägt manchmal zwei verschiedene am Tag. Ich kann doch nicht die Namen nur Er denkt, merken. es sind nur zwei. Ja. Das ist wirklich eine Ja. sehr schwierige Frage. Ja. Nee, darfst du nicht fragen. Also, ihr vertraut mir, wenn ich euch sage, sie gefallen ihm, dann ich merke mir immer, bei welchen Düften er dann Feedback gibt und wo er dann sagt, es hat ihm gefallen oder hat ihm nicht gefallen oder war ein Mäh. Genau. So, okay, wollen wir uns die mal anschauen? Das ist eine Marke, die heißt. Wie heißt Very die? good. Pro Fragrantia heißt sie. Normalerweise haben wir drüben auch noch einen Chat, aber der ist heute irgendwie kaputt. Den Ja, und geht hier nicht. das Video läuft irgendwie mit Verspätung Da darfst du nicht oder hinschauen. Das ist immer. Das ist. Ich weiß nicht, was YouTube da es treibt. verwirrt Ist mich. nie akkurat. Ja, schau nicht hin. Hier kannst du hinschauen. Da siehst du uns. Ja, ich sag, hier ist doch der Chat. Ich bin So. hier der. Ich kann ein bisschen Chat lesen für dich, dann kannst du hier Alle, die dieses Jahr dich. ein Baby bekommen haben, haben ein Drachenbaby, schreibt die Andrea. Nicole Finn fragt, hast du jemals Düfte von Maison Tahité im Stream getestet, vorgestellt? Im Stream nicht, aber, oder? Vielleicht sogar schon. Ich glaube schon. Aber auf alle Fälle schon mal in einem Kaffee-Video, glaube ich. Im Kaffee-Video, glaube ich, war mal einer dabei. Welche Düfte mag ich denn an dir? Fragt jetzt jemand. Ja. Das muss, welche Duftrichtung? Das musst du sagen. Habe ich keine Ahnung. Der Julius mag die Düfte, die für gewöhnlich gut bei Männern ankommen. Er mag Hypnotic Poison, er mag 100 Silent Ways, er mag auch die Delina sehr gern an mir, gell? Die magst du. Und natürlich J'adore, aber ich glaube, das liegt es nicht am Duft, sondern es liegt daran, dass wir halt Erinnerungen damit haben. Geil. Ja, Ja. aber gut. Ja. Hauptsache, es schmeckt, ist ja wurscht, Hauptsache, oder? es schmeckt, genau. Der heißt jetzt Rêve Sucré. Aha. Interessant. Ich mache euch den auf und dann holen wir die Meinung vom Julius ab. Irgendwie sehr verwässert oder so. Nee. Also für mich kommt sehr wenig an. Findest du? Ich finde ihn sehr stark. Wirklich? Ja, ich rieche super viel Frucht. Wow. Ich kriege nur so einen Schuss Alkohol. Ja, schon. Ich Also, rieche zu wenig, kann dazu nicht viel sagen. meiner Meinung nach hat jemand versucht, Evapura nachzumachen hier. Mal schauen. Ich wette, das hat unten schon jemand angegeben als ähnlich. Nicht. Aber der hat auch erst zwei Bewertungen. Also vergesst auch die 6,8. Muss allerdings sagen, bin es nicht ein Fan von dem. Der ist lieblich, Ja, du warst doch in fruchtig. Bulgarien Rosen pflücken, oder? Ja. Ja. Mit den Rosen, ja. Aber die Rose merkt man nicht so, man merkt die Früchte hauptsächlich. Vor allem die Birne, vor allem die Himbeere und den Pfirsich, finde ich, die drei. Sehr, sehr, sehr fruchtig. Denke ich, kommt wahrscheinlich gut an. Das klingt jetzt böse, aber ich denke, der kommt gut an bei Leuten, die sich nicht auskennen. Das ist so ein typischer Kopfnotenfänger für Leute, die irgendwie. Die Qualität noch nicht so richtig. Also, mir gefällt er nicht. Bin allerdings auch kein Fruchtgirlie, deswegen. Riechst du jetzt mehr? Ist das der gleiche? Nee, ja gut, jetzt diese Birne, okay, also die künstliche Birne riecht, also so wie halt so ein Birnenjoghurt schmeckt oder so. Ja, okay. Dazu müsste ich vielleicht, weiß auch Nicht nicht. begeistert. Ich rieche halt wenig, ich kann dazu nicht viel sagen. Okay. Der nächste, den wir machen, heißt Aura Nuit.
schreit er, irgendwie finde ich die Kombination cool. Ach, das ist der vorhin mit dem... Der gefragt hat, wer du der bist. Typ ist, ja. Wer bist du überhaupt? Du bist das Thema Gefühl. Was machst du hier? Interessiert nicht nur Gefühl, das also, interessiert mich wirklich nicht. Aber ich komme, um ein bisschen die Stimmung aufzulockern. Und weil ich immer schon berühmt werden wollte. Der erinnert mich an Orangenlikör, Contro. Das habe ich schon mal gesagt zu einem Duft, aber der... Der erinnert mich auch brutal an was, aber ich komme gerade nicht drauf. Ich muss kurz so diese gucken. Diese Orangenschalen-Ding. Der hier. Orange, wow. Okay, nicht schlecht. Super bist du, mein Schatz. Krass. Hammer, hammer. Macaron soll er drin haben. Was soll das sein? Also Macaron hat ja alle möglichen Geschmäcker. Also ja, der ist halt so süß, ein bisschen orangig. Sehr süß. Ich finde, der Honig kommt auch stark. Kirsche merkt man. Erinnert mich an irgendwas, aber ich komme nicht drauf. Lass mal schauen, ob der... Der hat wahrscheinlich noch gar keine... Der hat wahrscheinlich noch gar keine Bewertungen und nix. Das ist jetzt an uns, rauszufinden, nach was der riecht. Der erinnert mich irgendwie... Der erinnert mich stark an einen Designer, den ich kenne. Ich weiß nicht. Ja, an irgendwie so einen generischen Designer. Ich kann euch nicht sagen, welcher es genau ist, aber er wirkt... Ja. Du kannst ihn tragen. Aber es ist nichts Besonderes oder so. Fruchtig. Fabotalk schreibt, pass auf, Leni, bei dem Fachwissen übernimmt Judith vielleicht bald deinen Kanal. Das ist viel zu faul. Viel zu faul, dass das den Kanal übernimmt. Viel zu faul. Hallo? Du bist viel zu faul, dass du den Kanal machen würdest. Ach so. Die Arbeit würdest du nicht machen, die ich mir mache. Das Ganze schneiden und so, nee. Aber da hat jemand geschrieben, du sollst den Chat einblenden. Ist das. Ja, das Overlay setzt manchmal aus, aber ihr könnt den Chat immer sehen, indem ihr. Wenn ihr. Nein, wenn ihr das Handy waagrecht haltet, da ist ein Chat-Symbol und da könnt ihr den immer einblenden, während wir reden. Ihr müsst nicht auf dessen Bild schauen. Das ist auch nicht da oben. Nein, Julius. Das ist. Ich kann da leider nichts machen. Das Refresh. Ist, kann refreshen, ja. Da drauf, klick doch mal drauf auf das schwarze Chat. Und dann da oben nochmal. Neben das X. So. Refresh. Das macht nur das Fenster weg. Das macht gar nichts hier. Ja. Vertrau mir. Ich kenne meine Programme. Ist aber egal. So, wenn du ihr seht es gleich wieder. Suchst, ja? Ja, das Overlay, das hängt dann manchmal und dann wird es wieder eingeblendet. Das kommt dann schon nach. Genau. Ah, so, okay. Die Virginia ist dazugekommen. Grüß dich. Hallo. So. Hat jetzt jemand von euch schon den Zen mit der Holzkappe? Fragt die Nina Love. Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn leider noch nicht, aber ich glaube, ich werde ihn mir schon holen. Ich habe allerdings, ich wollte ihn mir bestellen, dann habe ich es wieder vergessen, aber ich denke, ich muss den schon mal testen. Und zumindest werde ich ihn mir im Laden anschauen oder irgendwas. Weil an sich, ich finde, der Flakon ist definitiv eine Verbesserung. Aber jetzt auch nicht großartig, ja. Irgendjemand hat gesagt, er sieht auch so ein bisschen aus, als könnte man da so Duftstäbe reinstellen. Das stimmt schon, ja. Aber er sieht besser aus jetzt. So, dann haben wir noch einen, der heißt Blanc Tonka. Das klingt eigentlich schon mal vielversprechend. Ja, entspannt euch, Leute. Der Dr. Drax hat nur einen Spaß gemacht. Ja, ist cool. Kann ich nehmen. Der gefällt mir nicht so schlecht. Darfst du es nicht vorher sagen? Was soll ich jetzt noch sagen? Ich rieche da schon echt. War ich schon wieder Corona? Ich rieche wirklich wieder nichts. Bitte nicht. Ich will diese Krankheitswelle endlich mal aufhört. Ich will nicht mehr. Du sagst, er riecht gut. Ich rieche wirklich wenig. Immer noch. Aber wo sind denn die, die wir ganz am Anfang hatten da? Den Sunshine da. Ja, okay, nee, ich rieche noch. Den Sunshine riechst du. Ja, da rieche ich intensiv. Hier rieche ich echt wenig. Aber der riecht auch stark. Also ich rieche ihn gut. Okay, er heißt Blanc. Blanc Tonka, glaube ich, heißt der. So, mal schauen, ob ich den irgendwo finde hier. So.
Das ist mehr meine Ecke. Und zwar, das Geile ist, dass da dieser Reispuder kombiniert ist mit Tonka und Vanille. Bisschen Karamell, Karamell ist aber nicht zu stark. Weiße Blüten sind schön, der gefällt mir richtig gut. Hm? Also brasilianische Tonka. Ja. Ja, Tautropfen, jetzt weiß ich schon, warum ich nichts rieche. Tautropfen, was soll das sein? Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich weiß auch nicht, nach was Tautropfen riechen soll. Wasser. Frisch halt. Aber ich finde ihn sehr schön. Oh, ich finde ihn sehr schön. So schaue ich mir den hohl. Das ist ein sehr guter Duft. Denkt so ein bisschen in Richtung... Richtung Le Papier. Es ist eine Chimäre aus Le Papier und Tonka Sesame. Er ist nicht so krass in beide Richtungen wie die einzelnen Düfte. Der Le Papier ist ja so ganz transparent, molekülig und frisch. Der ist nicht so frisch. Aber er ist auch nicht so gourmandig und so intensiv und so dicht wie der Tonka Sesame, sondern er ist so mittendrin. Gefällt mir gut. Da ist der Drydown echt interessant bei dem. Das schreiben wir jetzt mal auf. Gucken wir uns später nochmal an. Von der Marke habe ich noch nie was gehört. Pro Fragrantia ist auch selten uninspiriert. Also. Haben den schon ein paar Leute? Gestank 55 hat er. Ah, seht ihr, jetzt ist der Chat nämlich wieder im Bild. Also, ja, plötzlich hat es doch was gebracht. Ja, es aktualisiert sich dann schon irgendwann. Ja, siehst du? Das war, weil du die Sache geklickt hast. Es war nicht wegen dir. Es ist schon in den letzten Streams auch so gewesen. Marlin und Götz wurde mir jetzt schon öfter mal empfohlen. Ich bin noch nie über die gestolpert. So. Tautropfen, ja. Anni sagt, sie ist noch nicht so lange im Game, aber hat das Gefühl, die Düfte sind dieses Jahr teurer geworden. Da täusche ich mich. Nee, da täuscht du dich nicht. Es ist ein gutes Stück teurer geworden. Inflation halt. Und dann noch was obendrauf. Also. Ich bin verliebt in den Blanc Tonka. Der ist richtig schön. Also wer den Le Papier gar nicht mag, der braucht den nicht probieren. Dirty Rice von Born to Stand Out habe ich noch nicht probiert. Werde ich aber vielleicht, weil ich habe gesehen, die kommen auf die Messe. Cheeseburger auch teurer. Alles teuer. Ja, hat er recht. Kaufst du mal für einen Euro. Hä? Über Mac kaufst du mal für einen Euro. Wie viel kosten die jetzt? Keine Ahnung. Weiß nicht, aber... Ist auch nicht. Vor langer Zeit waren die 1-Euro-Burger. Ja. Als wir studiert haben, waren die noch 1 Euro. Weiß ich noch. Da habe ich für 2 Euro Abend gegessen. Ein Cheeseburger, eine kleine Pommes. Ja. So. Anfang der 2000er. Na komm, so alt sind wir noch komm, nicht. Ja, so mit langsam, der 2000er. 2,45 Euro. Ai, ai, ai. Wow, okay. Habt ihr dasselbe studiert? Ja, wir haben uns so kennengelernt. Also... Beide BWL studiert. Er war allerdings der letzte Diplom-Studiengang und ich war der zweite Bachelor-Jahrgang. Genau. Julius hat. Das Diplom war ja damals noch studiert. So geil, ne? Ja, was ist richtig. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Ihr habt erstmal einfach 2 Jahre nur gechillt. Ja, und so, dann war alles richtig, wieder auf Null was ist denn vor Diplom. Studieren? Ich hatte noch musst du nichts machen müssen. Ich hatte ein Studentenleben, ja. Ja. Richtig studiert. Ach, das meinst du mit richtig studiert, ja. Eben nicht studiert. Da halt richtig alles dabei. Auch Studentenleben. Ja. Ohne Stress. Ohne Stress, so kann man es sagen. Ja. Na, der Julius und ich, wir sind zusammengekommen, weil wir über den Fakt uns connected haben, dass wir beide mehr oder weniger die einzigen waren, die in der Klausurenphase um 17 Uhr aus der Bib heimgegangen sind, weil wir nicht eingesehen haben, bis Mitternacht in der Bib zu sitzen. Und dann haben uns dann immer in der Cafeteria getroffen. Wir waren immer die beiden Faulen in unserem Semester. Obwohl, wie schon, du kommst um 7 in die Bib und sorry, nach 17 Uhr kann ich nicht mehr lernen, da gehe ich dann heim. Aber andere Leute haben sich halt dann die Kugel gegeben und haben dann teilweise All-Nighter in der Bib gemacht und so komplett. So, oh nein. Nicht für mich. Ja, nicht für mich, genau. Und so sind wir dann ein bisschen ins Gespräch gekommen. Genau. So. Ja, das war noch was. Diplom hätte ich auch gern studiert. Welches Parfum habe ich beim ersten Date mit Julius getragen? Wir hatten nicht wirklich ein erstes Date, aber ich habe immer nur den J'adore getragen. Also, was auch immer als solches gilt, J'adore.
Reman ist da heute ausnahmsweise, weil er sonst die Livestreams immer verpasst. Schön. Freut mich. Jo. Ah ja, Riot Agent hat deswegen abgebrochen sein Studium. Wegen? Ein paar Wege geschafft, auch habe mein Studium erfolgreich abgebrochen. Yeah. Wir haben schon zu Ende gemacht, aber ja. Also, sagen wir mal so. Das, was das Studium dir beibringt, insbesondere die Uni, wo wir waren, wo alle sehr, sehr, sehr ambitioniert waren und sehr, sehr, oder? Das war schon, alle, ja. Oh, das war schon krass. Bringt dir bei, Probleme zu lösen. Das ist, was ich mitgenommen habe. Unter Druck zu funktionieren. Wenn du ein 800 Seiten Marketing-Skript auswendig lernen musst und in der Klausur gefragt wirst, was auf Seite, das Konzept, das was auf Seite 54 im Skript steht, sollst du erklären, ohne das Konzept zu nennen. Das war unsere Welt, ey. Uni, ja. Uni. BFI Ingolstadt. BFI, BFI Ingolstadt School of Management, bitte. Mhm. Genau, und dann zum Master habe ich mir dann gedacht, jetzt mache ich, schiebe ich mal eine ruhige Kugel und habe dann in Bozen den Master studiert, dreisprachig, auf Italienisch, Englisch und Deutsch. Habe in 6 Wochen Italienisch gelernt und der ganze Master war nicht mal ein Viertel so anstrengend wie der Studiengang an der WFI. Vielleicht. War echt krass. Krass unterschiedlich. Da hatte ich dann meinen Studenten. Ingolstadt. Ingolstadt, genau. Ja. Ja, es war so witzig. Kleine Anekdote. Ich weiß nicht, wenn es euch nicht interessiert, schreibt es im Chat. Aber an unserer Fakultät, das war ja sozusagen, die Uni heißt Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und nur die BWL-Fakultät, das ist die WFI, Ingolstadt School of Management, die ist in Ingolstadt. Und alle anderen Fakultäten sind in Eichstätt. Und es trifft sich so, dass alle anderen Fakultäten hatten super viele Frauen. Es waren halt so Studiengänge wie Kulturwissenschaften, Lehramt, Politikwissenschaften und solche. Also super hoher Frauenanteil. Ich glaube, die Eichstätter hatten 70% Frauen. Und unsere BWL-Fakultät, bei uns an der Fakultät, als du dort warst, wie viel Prozent Männer hattet ihr? 70. 70% Männer. Sehr wenig Frauen. Und war witzig. Und in der Ingolstadt ist ja auch noch die FH, das ist auch eine technische Hochschule, da sind auch nur Kerle. Das heißt, das ganze Ingolstädter Studentenleben besteht aus ca. 90% Männern. Ja. Was als Frau Vor- und Nachteile hat. Aber es war dann ganz witzig, weil ihr habt dann schon euch dafür eingesetzt, dass dann die Frauenquote sich erhöht hat bei uns. Ne? Ja. In meinem Studium haben wir dann plötzlich 50-50 Frauen auch. Ja. Siehst du mal. Julia Aspen Gleichberechtigung hat schon 2006. Ja, aber das war auch nicht, weil ihr Gleichberechtigung haben wollt. Das war, weil ihr zu wenig Frauen hattet. Wir wollten einfach 50-50. An unserer Uni gab es ein Auswahlverfahren. Das war ein persönliches Auswahlverfahren. Du konntest dich nicht einfach bewerben und wurdest genommen, sondern du musstest zu einer Art Prüfung hin. In dieser Prüfung saß dann ein Prof, ein Doktorand und ein Student. Und die haben dann entschieden, ob du hinkommst. Es ging dann nach so einer Punktzahl, haben die vergeben. Und sein Semester hat sich dann in die ganzen Auswahlgespräche gesetzt und immer nur die Frauen gepusht. Diese armen Kerle, die sich aus meinem Jahrgang da bei euch beworben haben, die alle nicht genommen wurden, einfach nur, weil ihr die Frauen haben wolltet. Ja, sicher alle auch noch einen guten Weg gefunden, die Jungs. Ja, bestimmt. Und dann zack, auf einmal irgendwie im Jahrgang über mir waren vielleicht, ich weiß nicht, von 180 Leuten waren vielleicht 20 Frauen oder so. Ungefähr. Und dann in meinem Semester war es dann 50. Lustige Chat, Leni, kennst du noch den Kenzo? Und dann denke ich, sie schreibt, kennst du noch den Kazoo? Ja. Wahn. Den Kenzo Jungle kenne ich, ja. Kenzo Jungle kenne ich, den Kazoo, ja. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück zum Düften. Zurück zum Thema. Okay, jetzt habe ich euch, glaube ich, alle meine Flakons gezeigt. Jetzt könnte... Achso, die Julia hat abgebrochen, ihr Studium. Da haben jetzt ein paar, ja. Die einzige Frau. Wie, ja. Die einzige Frau? Nee, weil sie gesagt hat, sie hat Maschinenbau studiert, das einzige Frau. Und dann hat sie abgebrochen. Ach, die eine krasse. Okay. Ja, ich auch keinen Bock. Das stelle ich mir hart vor. Uah, so viel Testosteron. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt eigentlich das erste Giveaway machen, oder? Was sagst du? Ja. Julius assistiert mir. Wir machen es wieder so wie beim letzten Mal. Ich werde eine Zahl aufschreiben. Und derjenige, der sozusagen mit der richtigen Antwort an dieser Stelle ist, gewinnt. Oder diejenige. Der oder diejenige. So.
Und zu gewinnen gibt es... weil wir jetzt gerade schon bei Terenzi waren, dann machen wir doch jetzt hier. Ich verschenke diesen Duft hier, den Amber von Giardino Benessere. Und den habe ich immer in meinem letzten Die Klattert. Und das ist ein sehr schöner Duft. Wir lassen ihn den Julius nochmal riechen kurz. Es ist ein sehr nicer Duft, aber ich habe leider keine Verwendung für ihn. So. Gut, gell? Mhm. Also halt so ein alles und nichts, so irgendwie so ein frischer Amber, ein schön ausgewogener, frischer Amber. Und ich glaube, und ich komme eben auf den, weil die Giardino Benessere Marke ist ja von Paolo Terenzi, das ist ja der Bruder von der Tiziana. Und ich mag. Nein, er heißt nicht Marc. deine Jokes werden immer dad-jokiger. Ich bin ja auch ein Dad. Ja. Okay, und jetzt überlege ich mir eine Frage. Sonnenbrand. Geil. Nein, das ist, wenn ich Alkohol trinke, dann werde ich immer ein bisschen rot. Das ist normal. Das liegt in der Familie. Ich nenne es immer. Ja, okay. Ja, das sind die Bäckchen, die alle in seiner Familie kriegen, die und unsere Mädchen kriegen die auch. Also nicht, dass unsere Mädchen Alkohol kriegen, aber wenn die halt sich anstrengen oder so oder besonders excited sind, dann kriegen die auch die roten Bäckchen. Guck mal, jetzt wird es mal lustig. Haha, denkst du, das Marc Gebauer ist der Bruder von Tiziano? Nein, es gibt Marc Terenzi. Du bist zu jung. Es gibt doch den Marc Terenzi. Den kannst du googeln. Ich dachte, die werden verwandt. Als ich immer von Terenzi gesprochen habe, am Anfang hat der Julius immer gedacht, ich spreche über den Marc Terenzi. Das war der Mann von der Sarah Connor, wer sich noch an die erinnert. Ja. Übrigens, das mit den roten Bäckchen funktioniert auch einwandfrei mit Weißbier. Da ganz speziell Weißbier und weinhaltige Getränke. Und bei seinem Bruder ist noch schlimmer. Noch schlimmer. Ja, meine Schwester auch. Ich bin noch am besten. Ihr alle, ja. Alles okay. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt das Giveaway. Ich stelle eine Frage. Und wie gesagt, ich verschenke an meine Mitglieder. Und wer es richtig kriegt, wer es richtig hat, gewinnt. Logisch. Halt, der an der Stelle steht mit der Zahl, die ich hier aufgeschrieben habe. So. Wie heißt die Stadt, in der wir beide studiert haben? Right Edge Job, schön, hier fühle ich mich nicht so alt mit meinem popkulturellen Wissen aus den 2000ern. Ja, bist genau richtig bei uns. Also doppelt Nennungen werden nur die erste. Genau, erzählt, ihr braucht nicht mehrmals schreiben. Genau. Hast du die Zahl jetzt schon genannt oder müssen wir die noch zeigen? Nee, ich habe die Zahl noch nicht genannt. Wir haben schon genügend richtige Einheiten. Okay, also die Zahl ist die Nummer 4. Kann man die sehen? Ja. Ja, ich glaube. Genau, okay, jetzt gucken wir mal. Also, was schreibt der Christian nach? Marc Terenzi ist doch Best Buddy von Chris Chanel. Genau, der Chris. Gut, der Christian A. war der Erste. Ist aber falsch. Ist aber falsch. Ja. Fabotox ist der Erste, der es richtig hat. Chris K. der Zweite, Lujo Dritte und die Nina Love ist die Vierte. Nina Love, du gewinnst den Amber. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. So. Schanzer. Sehr gut. Schanzer, ja. Der Hannes, der ist auch hier im Chat, der kommt aus Ingolstadt. Das weiß ich. So. Ja, perfekt. Luisa Mai schreibt, alle sind so obsessed mit ihrem Alter. Du bist wahrscheinlich jung. Vielleicht, ja. Alles okay. Nee, ich bin nicht obsessed mit meinem Alter. Ich habe es mir letztens erst gedacht, ich habe es auch zu dir gesagt. Jetzt bin ich wieder ein Jahr älter. Und ich denke mir so, ja, aber vorgestern oder vorvorgestern halt dachte ich mir dann, war ich noch 36. Und ich bin ja jetzt nicht anders als vorgestern. Ne? Also die Zahl ist ja, ich weiß nicht, das Alter ist irgendwie, das schwindelt sich dann so zwischen dem Jahr irgendwie dazu. Nicht so sehr am Geburtstag selber, finde ich. Luisa Meier schreibt, ich bin 18. Vielleicht kommt das bei mir auch noch. Ja, siehst du mal. Warte mal ab. Ist aber okay. Wenn du Kinder hast, dann ist es eigentlich wirklich so, dass deine Zeit gefühlt viel weniger wird, weil du im Laufe des Tages sehr viel erledigst und dann fühlt sich das krasser an. Davor ist es echt. Ja. Es fühlt sich aber nicht krass an für mich. Ich weiß nicht. Also nein, dass der Fortlauf der Zeit fühlt sich krasser an. Also es geht schneller vorbei, weil du so viel zu tun hast. Früher, ich meine, wie viel 18, 19, ja, hatte ich Freitag irgendwie nichts mehr zu tun bis Sonntagabend, ne? Oder bis Montag früh. Mhm. Und selbst dann noch war was mit relativ wenig Verantwortung. Ist dann schon. Ändert sich dann. Aber
Alles hat seine Zeit. Ja, Nicole von Streit, ich freue mich auf meine 30er. Freu dich auf die 30er. Die 30er sind die geilste Zeit. Wirklich. 30er sind nicht schlecht, ja. Du erlebst zwar in den 20er, die 20er sind zwar spannender, aber es ist viel mehr Drama, es ist viel mehr Unsicherheit, es ist viel mehr irgendwie Zukunftsängste oder wie auch immer. Und ich habe das Gefühl, in den 30ern, da kennst du dich dann, da weißt du, was du willst, da machst du dann das Ding und da wächst du, da also ein gewisses Standing schaffst du eben. Sachen. Ja. Wenn du in deiner Arbeit bleibst, dann wirst du besser darin und dann bist du nicht mehr der Newbie, das ist auch gar nicht schlecht. Ja. Nur dann so ein bisschen, genau, du wächst da langsam rein. Christian A. schreibt, 40er sind mega, das kann ich mir vorstellen, aber das können wir noch nicht beurteilen. Aber bisher sind die 30er die beste. Ja, definitiv. Ich habe mich mit 30 selbstständig gemacht. Dann war's stimmt, ja, das war auch gut. So ein Meilenstein für dich, gell? Ja, raus aus der Lohnknechtschaft. Ja. Also ich bin 28, werde 29, ja. Das sagen die Kleinen auch immer. Ich bin 3 und werde bald 4. Nein, genau. gerade 4 geworden, sagt unsere Kleine. Und ich werde bald 5. Ja. Von dem Madeleine fragt, was ich von dem Dolce & Gabbana Devotion halte, nix. Den habe ich jetzt letztens gerochen über die Feiertage. Den finde ich schrecklich. Sehr gewöhnlich und nichts Besonderes. Schöner Flakon allerdings. Ja. Julia Aspen schreibt, mit 25 hätte ich mir nicht so viel Parfum leisten können. Das kommt dazu. True. So ist es, ja. Das ist auch so eine Sache. In den 20ern hast du einfach keine Kohle, wenn du nicht irgendwie von den Eltern irgendwie viel kriegst. Und in den 30ern ist es dann, was auch toll bist du deines Glückes Schmied, sagen wir so. Was toll ist Richtung Ende der 30er, ist, die Komplexe werden sehr viel weniger. Der Gesellschaft gegenüber. Man macht viel mehr sein Ding oder macht sich weniger Gedanken was. Ja. Man sitzt einfach vor der Kamera und spricht mit 500 Leuten. Ja. Obwohl man keine Ahnung hat. In deinem Fall. Ja, klar. Ich glaube nicht, dass jetzt jemand das auf dich bezogen hätte. Aber ich muss sagen, was die Komplexe angeht, das hat für mich so richtig aufgehört, seit ich Kinder habe. Weil irgendwie davor, gerade als Frau, fragst du dich so viele Dinge immer und irgendwie ist das alles so eine Blackbox. Irgendwie so, was kommt danach und kann ich überhaupt Kinder kriegen und diese ganze Geschichte. Und dann hast du es gemacht, oder mir ging es zumindest so, ich habe es dann gemacht und ich habe gesehen, aha, ich kann das. Und irgendwie dann kann man auch wirklich irgendwie stolz sein auf sich selbst. Also natürlich kann man auch wegen anderer Sachen stolz auf sich sein, aber für mich persönlich war das so eine Kehre, wo ich mir gedacht habe, was andere Leute denken, kann welchen Buckel runterrutschen. Ich weiß, dass ich da was Gutes gemacht habe. Das war so ein Wendepunkt irgendwie. Julia sagt, ja, ich gebe 0 Fucks. Sowas müsste ich eigentlich piepen, aber ich bin immer zu langsam. Naja. Schon okay. Wie finde ich Bois d'Argent, fragt der Patrick. Bois d'Argent ist wunderschön. Bois d'Argent erinnert mich immer an unseren Südafrika-Trip, an die Safaris, die wir gemacht haben. Ist ein ganz, ganz transparenter, schöner, holziger Duft. Ein bisschen Iris und hat so eine ganz serene Stimmung irgendwie. Erinnert mich immer so an diese Sonnenaufgänge dort. Wenn du aus der Hütte geschaut hast und dann irgendwie diese 30 Zebras um die Hütte rumstehen. 100%. Ja. Ines Philippa schreibt, ich bin 32 und es fühlt sich toll an. Ich komme mir nicht so alt vor, aber auch zwei Kinder fühle mich auch um einiges besser, irgendwie stolz drauf und um einiges anders. Schöner halt. Ja, schön. Welchen Parfum-Influencer außerhalb von Deutschland hegst du Kontakt? Hege ich Kontakt außerhalb von Deutschland? Gute Frage. Mit der Jus de Rose spreche ich ab und zu, sehr selten, aber ab und zu. Das war es, glaube ich. Schon zu Ende. Ja, ansonsten. Nee. Ich habe die Demi ein, zweimal gesehen, aber jetzt auch nicht irgendwie groß mit ihr gesprochen. Das war es eigentlich, ja. Lauri fragt, wie findest du den Argentin Synthère? Das habe ich vorhin schon beantwortet. Kannst du mal den Stream zurückspulen, dann siehst du die Frage. Ja. Die Jus de Rose macht so wenige Videos momentan. Ist es so?
Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ich habe zugegebenerweise in letzter Zeit überhaupt nicht geguckt. Ja, das sieht man vielleicht von außen nicht, aber es ist gar nicht so leicht, regelmäßig Content rauszupushen, gell? Hey, kriegt man hier hinter den Kulissen, ist schon, ja, schon manchmal viel Kraft. Ich bin schon manchmal in Krise, sagen wir so, weil ich irgendwie halt, typisch Steinbock, versuche ich natürlich irgendwie das zu schaffen, was ich mir vornehme. Und wenn dann so unvorhergesehene Sachen kommen wie, keine Ahnung, Einrichtungen zu oder du bist krank oder Kinderbetreuung fällt aus oder so, dann bringt dann, oder du machst eine Reise. Urlaub. Oder Urlaub, ja, du willst in Urlaub gehen mal. Dann plötzlich, auf einmal ist dein ganzer Plan umgeschmissen und egal wie viel Puffer man versucht einzurechnen, es ist nie genug. Es ist nie genug. Und dann macht man halt mal eine Nachtschicht. Und dann hat man zu wenig Schlaf am nächsten Morgen und so geht es dann weiter. AS fragt, Lin, du bist rapide wieder sehr schlank geworden. Besondere Lebensweise, viel Sport. Nicht rapide, würde ich sagen, oder? Ich habe jetzt im Laufe des letzten Jahres schon einiges an Gewicht verloren, aber nicht schnell. Also im Herbst hat das eine gute Phase, ne? Ja, ich habe halt, hatte ich eine sehr gesunde Phase, wo ich super gut mit dem Sport am Start war. Und das was, glaube ich, bisschen Duftstars, da war ich ständig krank. Aber das, glaube ich, was sozusagen den Leuten, die meinen Kanal anschauen, nicht bewusst ist, ist, die kennen mich nur unmittelbar nach der Geburt von unserer großen Tochter. Und da hatte ich noch die ganzen Schwangerschaftspfunde drauf. Und dann wieder schwanger. Und dann habe ich zwar wieder abgenommen, aber dann bin ich sofort wieder schwanger geworden. Das heißt, dann war ich wieder sozusagen total halt im Saft. Und das heißt, so richtig in meinem nicht schwangeren, nicht stillenden, gerade nichts los im Lebenszustand, habt ihr mich noch nie so richtig gesehen. Also das ist eigentlich, das ist eigentlich mehr so mein, ja, war ein Auf und Ab. Aber halt, ja, war okay. Ja, aber ich versuche viel Sport zu machen. Das muss ich auch machen, weil ich habe einen kaputten Rücken und wenn ich es nicht mache, habe ich Schmerzen die ganze Zeit. Deswegen ist das für mich auch so ein Stückchen Lebensqualität, wenn ich das machen kann. Schon wichtig. Und Ernährung, wir versuchen relativ uns gesund zu ernähren, vor allem auch wegen der Kinder. Und wir fasten beide intermittierend. Das heißt, wann immer jetzt jemand nicht krank ist oder wir es irgendwie hinkriegen, dann essen wir kein Frühstück und erst dann zu Mittag irgendwas. Und es hilft dann schon. Also, das klappt dann schon ganz gut, gell? Ja. Wann ist der nächste Stream mit Simone? Nächstes Stream mit Simone, ja, Mensch. Der ist erstmal nicht, weil die Simone ist ja auch Mama und sie tourt halt auch super oft. Jetzt gerade macht sie eine Platte mit ihrer Band und die Simone ist super busy. Ich bin total froh, dass sie überhaupt irgendwie so sich die Zeit aus den Rippen schneidet, mich besuchen zu kommen. Und deswegen, keine Ahnung, ich vermute schon, dass wir uns im Laufe dieses Jahres irgendwann nochmal sehen, aber jetzt erstmal die nächsten Monate ist nichts geplant. Und ihr seid lieb, danke. Ja, Marie muss wieder kommen. Ich weiß, ich sehe sie jetzt nächste Woche oder so, gehen wir essen und ich habe sie schon, aber die ist auch super busy und sie hat gemeint, sie schafft es frühestens im März, aber im März werde ich versuchen, sie für einen Stream zu verpflichten. Da lasse ich sie nicht aus. Nächste Woche nagel ich sie fest. Ja, ich sage Bescheid. Marie wohnt auch in Regensburg, ja. Oh, alle wollen Marie. Ja, Screenshot. Moment, ja, das mache ich jetzt echt. Moment, ich mache kurz einen Screenshot von eurem Chat. So, den schicke ich ihr nachher. Luz wirkt ein bisschen angeschützt. Ja, minimal. Ja? Ja. Habe ich das letzte Mal getrunken? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Fußball in Freiburg. Ich glaube, das letzte ist vor einem Monat oder so. Ich habe seitdem keinen Alkohol getrunken. Sein? Nee. Das ist doch bestimmt, als wir in Südtirol waren, mal was getrunken. Seit Corona. Ja, stimmt. Also, weiß ich nicht mehr. Naja. Egal. Okay, also, uns allen fehlt Marie, das haben wir jetzt festgehalten. Ja, die Marie ist super. Deswegen bin ich auch mit ihr befreundet. Ja, aber die ist halt auch selbstständig und das Leben als Selbstständiger in diesen Zeiten ist ein turbulentes und vor allem, wenn man immer so viele Eisen im Feuer hat wie die Marie. Die Marie ist echt so an allen Fronten, macht so viele Weiterbildungen und
so viele Coachings macht sie momentan. Wenn ihr sie unbedingt wiedersehen wollt, dann bucht sie. Dann kriegt ihr sie ganz für euch zu sehen. Ja. Genau. Okay, jetzt probieren wir noch ein paar Düfte, oder? So. Ich habe hier noch... Übrigens, ich muss euch was erzählen, was peinlich ist. Und zwar, es gibt ja diese Marke hier, ne? Jovois, habe ich immer gesagt. Und jetzt hat mir mal jemand gesagt, obwohl es eine französische Marke ist, dass man es nicht Jovois ausspricht, sondern Jovois. Und dann habe ich mich so... Italiener gelesen hätte. Dann habe ich mich so idiotisch gefühlt, weil ich mich noch gefragt habe, als ich in Paris war. Da wollte ich von meinem Hotel, habe ich mich mit der Anclair dort verabredet. Und dann sage ich zum Taxifahrer, ich will zum Jovois. Und er so, hä? Und ich so, komm mal, was bist denn du für eine Null? So nach dem Motto, kennst du das nicht? Du musst es doch kennen, ist doch hier in einer der größten Straßen. Und dann, jetzt ist mir das klar, warum der das nicht verstanden hat, weil ich es falsch gesagt habe. Und ich dachte mir noch so, oh, ich bin so cool, weil ich spreche es richtig Französisch aus, bemühe mich immer. Und manchmal liege ich halt doch daneben. Ja, naja, egal. Auf jeden Fall habe ich hier noch ein paar, die wir noch nicht getestet haben. Und da würde ich jetzt mal ein, zwei genau, rausholen. Genau, schau mal, wir sagen seit deinem Stream alle schon, boah. Ja, sorry. Miss Cousy. Ja, Miss Cousy. Oh, ist aber viel. Was denn? Ich muss weg. Nee, die muss man nicht alle. Ich habe die meisten hab ich schon gemacht. Okay. Mal nur ein paar. Oder? Ich habe hier noch einen, der interessiert mich. Der heißt Touche Finale. Schauen wir mal. Jovois, ja, toll. Und die Demi Rowling hat ja mal ein Probenset mit denen rausgebracht und ich glaube, da hat sie auch Jovois gesagt oder so. Und da dachte ich mir noch, ja, die Demi, weil sonst habe ich sie so belächelt. Aber die Demi ist mit der Aussprache nicht immer ganz vorne mit dabei, das muss man sagen. Ohne jetzt irgendwie zu haten oder so, aber es ist einfach so. Seit sie ihren französischen Freund hat, geht's. Da merkt man richtig, dass der verbessert sie und also sehr viel besser geworden in der letzten Zeit, aber da hatte sie den noch nicht. Und ja. Ich muss sagen, die Düfte von denen sind alle qualitativ echt richtig gut. Der riecht ganz gut, ja. Final. Schau, machen wir den mal auf. Was riechst du? Immer, das, wo ich immer sage, sind sie Violetten, Glycinien und wenn es irgendwas anderes. Was ist das immer? Glycinien sagst du in... Das sind die violetten, traubenförmigen Blumen, ne? Flieder. Ja, Flieder müsste dann sein, das kann gut sein, ja. Ja, stimmt, ist ein bisschen fliedrig. So, schau mal. Ja, Mimose und Jasmin, okay. Das ist er. Hat eine schöne Farbe, so richtig pfirsichartig ist die Farbe. So. Veilchen. Ich finde, ich kriege das Veilchen stark. Das ist ein Veilchenblatt, ne? Das Grüne vom Veilchen. Ja, es riecht veilchenmäßig. Mhm. Ja. Was... Übrigens ein Witz ist, weil Veilchen, die Blume an sich, hat nicht so einen starken Geruch. Ja, schon? Das ist eine synthetische Note, Veilchen. Bist du sicher? Nicht so stark, okay. Wie sie dann im Parfum kommt. Mhm. Sehr lieblicher Duft, finde ich. Ganz feminin, zart. Oder? Sehr weiblich? Ja. Ich weiß nicht, ich muss die ganze Zeit aufstoßen von dem Sekt. Gefällt mir gut. Ist so ein ganz... Ja, ist sowas für zarte, liebliche Frauen, für junge Frauen, würde ich sagen. Wobei, pudrig, etwas süß. Qualität ist total da, gefällt mir gut. Kann man so in eine Kategorie stecken, finde ich, mit... Ist so ein bisschen Richtung Gucci Guilty, aber halt in schöner... Und Insolence von Guerlain, aber nicht so süß. Er ist nicht so süß. Aber gefällt mir sehr gut. Mm. Heliotrop fragt Nina, wie riecht der? Heliotrop riecht so ein bisschen... Ich verwechsel Heliotrop mit Helion. Heliotrop riecht vanillig. Das ist so eine Art vanillige Blüte. Genau. Ja, schön, gefällt mir. Was haben wir noch?
Incident diplomatique. Den schauen wir uns auch noch. Ein diplomatischer Incident schon mal. Klingt spannend. Die Namen, finde ich, sind schon gut gewählt von den Düften. Ja, Heliotrop ist immer sehr lieblich. Wird eben auch super gern kombiniert, eben noch mit Vanille. Das unterstützt es nochmal dann. Habt ihr jetzt eigentlich ein Babyfon stehen oder passt jemand auf? Nee, wir sind wir ja... Wir hören das. Das ist ja hier. Also, unser Haus ist insofern total bescheuert gebaut, dass unser Treppenhaus offen ist. Das heißt, wenn jetzt oben im dritten Stock jemand was sagt, hörst du das hier unten. Ohne Probleme. Wenn ein Kind schreit, dann... Kriegst du es mit, ja. Hört man's. Und das würde ich sagen, ist ein Patchouli-Duft. Super sophisticated, hätte ich jetzt gesagt. Mach ihn mal auf. Ich bin ja Leder. Ja? Leder und Whisky. Leder und Whisky, sagst du. Und interessant. Tabak. Interessant, ja, wir schauen es uns an. Diplomatik, da ist er. Ha, ich würde sagen, ich habe gewonnen. Hier, Patchouli. Vetiver. Oh, das sieht man auch selten, dass Haitianisches und Java-Vetiver in einem ist. Bisschen Muskatwürze, ja. Sehr schön. Das ist so ein Smooth Operator, finde ich. Was lachst du? Tabak nicht. Tabak ist nicht dabei, nee. Leder auch nicht. Nein. Whisky aber, auch nicht. Aber es ist nicht, weil, also ich verstehe die Richtung, die du beschreiben wolltest, das hat er schon, ja. Aber es ist halt mehr so dieses Erdige. Ich verwechsel es auch ein bisschen mit dem Sandel. Erdig, so. Grasig. Ja, sehr schön. Und das Sandelholz kommt auch richtig toll. Oh, richtig gut. Ich muss sagen, Jovoy als Haus gefällt mir sehr gut. Die Düfte haben alle das gewisse, ich wollte gerade sagen, schönes Sequoia. Das gewisse Etwas, die haben alle Qualität. Nicht jeder gefällt mir super gut, aber die sind alle irgendwie gut gemacht. Sind alle richtig top. Kommt dann nur darauf an, ob es halt den persönlichen Geschmack trifft. Okay. Gut, dann packen wir den wieder ein. Und dann machen wir vielleicht noch... Ich suche jetzt einen, wo ich den Namen besser aussprechen kann. Wir könnten Les Jeux sans Fait probieren. Das würde ich... Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, Les Jeux heißt die Spiele. Und sans fait, weiß ich nicht, sind was Schicksale. Heißt. Ah. Fate? Oder? Ja, vielleicht. Was? Wer weiß. Ich mal schauen. Oh, die Andrea Landgraf ist jetzt Mitglied. Danke dir, meine Liebe. So. Ja, schau mal nach. Und auch was sont heißt. Sind. Nicht? Bin nicht sicher. Also Fakten. Fakten. Oder Ereignis. Gib mal Sond ein. Das Spiel ist aus. Ah ja doch, wenn ich Sond eingebe, kommt sein. Ah. Das ist eine. Das Spiel ist aus, sagt die Anna-Maria Nowak. Was war das? Sond Fate. Ja, also wenn das Spiel Fakt ist, dann... Ist es vielleicht ein sagt man da, ein Begriff für das Spiel? Ach, vollendete Tatsache, ja. 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 Das klingt auf alle Fälle geil. Le jeu sans fait. Der ist sehr würzig, finde ich. Was sagst denn du zu dem? Wow. So was habe ich noch nie gerochen. Mhm. Was ist denn da diese starke Note? Lass mich nochmal schauen. Weird. Also nicht schlecht, aber irgendwie weird. Das riecht für mich wie Kurkuma. Mhm. Schau ich hier. Ah, Kreuzkümmel, das ist Kreuzkümmel. Mhm. Da. Stimmst du zu? Mhm. Also, jetzt hast du deinen Tabak. Und dann Rum. Aber für mich kommt hauptsächlich Kreuzkümmel. Aber nicht auf die schweißige Art. Also, ja, das ist ein, würde ich sagen, würziger Amberduft. Sehr würzig. Kreuzkümmelig.
Getrocknete Früchte kommen ganz dezent, den Gin merke ich nicht. Grundsätzlich die alkoholischen Noten merke ich nicht so stark. Wie so ein tiefes Patchouli mit Kreuzkümmel, kommt es mir vor. Fällt ab? Okay. Ja, es ist zumindest interessant. Ja. Also tragen würde ich es nicht, aber. Ich glaube, ich würde es auch nicht tragen. Das ist mir jetzt zu nischig. Ja. Gut, und dann machen wir noch einen, oder? Was sagst du? L'art de la guerre. Die Kunst des Kriegs. Julia fragt, ein Tipp, wenn man nach Paris fährt. Gerlin wird sicher besucht. Ja, du musst in die Galerie Lafayette. Unbedingt. It's the place to be. Und wenn du da wieder rauskommst, kannst du noch in die Fußgängerzone gehen, aber Galerie Lafayette ist ein Muss. Also, das ist jetzt hier die Kunst des Kriegs. Oh. Den gebe ich nicht so schnell her. Warte kurz. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Erinnere mich an einen, den ich kenne. Das ist intens. Kalabrische Berge. Das ist er. Was sagst du? Australisches, Indonesisch. Weil hier nationalistischer Duft in verschiedenen Ländern. Alles hat irgendein Land. Ja, das machen sie, weil die verschiedenen Inhaltsstoffe aus verschiedenen Ländern teilweise sehr unterschiedlich riechen. Das ist in Ordnung. Ja, aber Korsika und was Sizilianisch, Kalabrien, so viel Unterschied ist da nicht mehr. Ich frage mich, an was der mich erinnert. Das muss ich jetzt gucken, ob das schon jemand benannt hat hier unten. Ja, Ganymed. Das Immortell, das Veilchenblatt. Aber ich finde ihn nicht super ähnlich zum Ganymed. Leder hat er auch drin. Ja. Bisschen, ganz entfernt Ganymed-Vibes, aber viel smoother. Nicht so punchy wie beim Ganymed. Etwas lederiger noch. Bisschen würzig, ich merke den Muskat stark. Und die Säure im Auftakt, ja, geht. Sehr schön irgendwie, sehr irgendwie mysteriös. Das ist so einer, den müsste ich jetzt länger tragen. Der, zudem glaube ich, könnten mir viele Sachen einfallen. Ist schön. Da steht übrigens auch, was der Name bedeutet. Nicht immer, nicht immer. Letztens nicht. Ja, okay. Pack ich die wieder ein. Magst du noch was probieren oder sollen wir das zweite Giveaway machen? Okay. Bist du müde? Ja, ja. Okay. Kannst du dir eine Frage überlegen? Okay. Während ich hier wieder einpacke. Und dann schreibe ich noch eine Zahl auf. Wird es eine schwierige Frage? Scheine. Ja? Gibt schon. Okay. Gut, Leute. Dann geht es wieder los. Nur für Mitglieder, ja. Soll ich die Frage stellen? Ja, stell. Welches Getränk haben wir hier gerade getrunken? Lass mal schauen. Selber gucken. Ja. Oh, shit. Was hast du für eine Zahl? Okay. So. Alright, okay. Ich glaube, jetzt haben wir genügend. Lösen wir auf. Prosecco. Schauen wir mal. Also die Marke ist irrelevant, aber. Also. Genau. Eins. Ina Love, eins. Zwei. Monika, zwei. Hast du die Zahl schon gezeigt? Drei. Louis, sieben brauchen wir. Sieben, ja. Vier. Sarah Sophie, vier. Fünf. Christina, fünf. Sechs.
noch runter. Hier haben wir jetzt nicht genügend Mitglieder. Leute, es hat noch, schreibt noch. Ich glaube, Lübeck Macke hat gewonnen, oder? Genau, nochmal, ja, ich weiß jetzt nicht. Oder machen wir noch eine neue Frage, das war nicht gut. Ja, es war zu schwierig, offensichtlich. Okay, Leute, machen neue Frage, das war jetzt irgendwie blöd. Genau. Die 7 bleibt aber, ich schreibe jetzt keine neue Zahl auf. Genau, die 7 kann ja bleiben. Ja, okay, let's go again. Jetzt muss da was Besseres einfallen lassen. Zu italienisch orientiert. Yeah. Da geben wir jetzt noch kurz Zeit. Ich bin voll raus. Hast du irgendwas sagen, was wir heute gesagt haben? Ich weiß schon eine Frage, ich kann anstellen. Mhm. Okay. Wie hieß der letzte Duft, den wir jetzt gerade gerochen haben? Hast du schon gesagt, was es zu gewinnen gibt? Nee, es gibt eine Überraschung zu gewinnen. Es ist nur für Mitglieder, ja, weil das da wieder jemand fragt. Stimmt, jetzt hast du dir eine schwierige Frage gestellt. Das ist nicht schwierig. Den richtig zu schreiben. Alrighty, okay. Also, dann zählen wir mal. 7 brauchen wir. Richtig, ich muss geringere Zahlen aufschreiben. Also, 1. Julia, 1. Ja. 2. Ah, Samira nicht. 3. 4. Louis Joe, 4. 5. 5, Sarah Sophie. 6. 7. Jetzt hat schon wieder die Nina Lauf gewonnen. Das gibt's ja nicht, Leute. Ja, Mai, aber hey. Regel ist Regel. Egal. Spricht nur wieder dafür, dass man als Mitglied echt gute Chancen hat. Du gewinnst ein Sommelier de Parfum Set. Das ist die komplette Reihe von Sous Le Manteau. Ich zeige euch mal die Marke. Ich habe sie schon oft auf meinem Kanal gesehen. Und zwar sind das alle Düfte von denen, die sind da drin. Das sind die mit diesen geilen Flakons, die sie so schön anfassen. Da ist drin Cure d'Orient. Das ist so ein Cure Beluga Klon, könnte man sagen. Essence du Serail, Fontaine Royal, Onisiac, der kam schon öfter wie in Videos. Vapeur Diablotin ist einer, den ich sehr gerne mag. Und Poudre Imperial. Das ist da drin. Und es ist irgendwie witzig, weil es brauche ich nur ein Paket verschicken heute. Es tut mir ein bisschen leid für die anderen, aber das war jetzt tatsächlich mal wieder Glück. Tinina Lauf, bei dir läuft's, ja. Wer kann, der kann. Genau, kauf noch einen Lottoschein heute. Ich habe jetzt gelesen, dass 2 Bayern irgendwie in Millionenhöhe Lotto gewonnen haben, vor kurzem. Ich wäre bereit, meinen Gewinn zu teilen. Du willst teilen mit jemandem? Ja, dann musst du sagen, mit wem du teilen willst und was du teilen willst. Den Duft oder das Probenset. Kannst du ja auch einen anderen Menschen aussuchen aus dem Chat, dem du das Probenset schenken möchtest, wenn du willst. Ja. Sous Le Manteau ist toll, ja. Ja, Nina, du kannst natürlich auch an Nichtmitglieder verschenken, wenn du möchtest. Das ist dir überlassen. Ich glaube, die Schreibkarte kommt sicher gleich. Ja, kannst du noch überlegen. Probenset soll die Melli Propelli bekommen. Okay. Passt für mich. Oh, schau, wir sind unscharf. So. So, jetzt sind wir wieder scharf. Oh, Chris K. sagt, so, Flug nach Mailand ist gebucht. Hoffentlich klappt alles. Ja, cool. Von wo fliegst du denn? Vielleicht haben wir denselben Flug. Ah, schau, die Melli Propelli freut sich. Sehr schön. Sehr schön. Ja, Leute, jetzt gucke ich mal gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was ich euch unbedingt erzählen wollte. Und dann... Chris K. Hamburg. Ich wollte Hamburg schätzen. Ja. Hamburg. Passt. Gut. Ja, da musst du wahrscheinlich eh über München, oder? Ah, ne, das ist Napoli, muss man über München. Na, fliegt direkt, oder? Napoli fliegt immer über München. Ja. Okay. Ja, Mailand wird crazy, schreibt der Riot Agent. Sehr schön. Gut.
Kathi schreibt, hey Leni, grüß dich aus Bayern. Ich grüße dich auch aus Bayern. Da fliegen ja viele hin. Fliegen viele nach Mailand. Ja, da können wir dann in den nächsten Streams noch genauer sprechen, wie wir dann uns vielleicht da sehen können. Genau. Melli Popelli schreibt mir eine E-Mail an hello@lenisense.com mit deiner Adresse und Screenshot von deinem Usernamen und dann sende ich es dir zu. Genau. Danke an die Nina, das war sehr süß von dir, dass du das geteilt hast sozusagen. Gut, dann sehen wir uns am 30. Und am 30. da bin ich dann ganz frisch aus Berlin wieder zurück. Gell? Flieg am 28. und 29. fliege ich nach Berlin und treffe mich mit den Duftstars, also mit der Fragrance Foundation und filme vermutlich was mit denen. Und genau, dann bin ich dann ganz frisch wieder da am 30. Habe ich euch hoffentlich ganz viele tolle Sachen zu erzählen. Und dann, ja, habt eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut. Gibt's noch was zu sagen? Magst du dich verabschieden? Ja, macht's gut. War schön mit euch. Hat Spaß gemacht. Und bis bald. Ciao, ciao.